Los geht's, würde ich sagen. Jörg? Willkommen zur 128. Folge des Biertalks. 228. Ja, genau. Aber jedes Mal. Du solltest das wieder übernehmen. Ich bin gut für Sponsoranmeldungen. 228. Folge der Biertaucher. Sie hören uns lal. Es gibt keinen Stopp. Jetzt müssen wir durch. Das Ganze findet statt. Freundliche Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Und wir nehmen auf in der Zypresse Westbahnstraße 35a im 7. Bezirk in Wien. Und heute dabei sind Horst, Randa, Stefan, Dennis und Gregor. An dieser Stelle auch vielen Dank an unsere Flatterer, speziell Bernd Schlapsi und Hajuvo. Vielen Dank, Burschen, dass ihr uns immer so treu flattert und auch an alle anderen, die uns pauschal flattern über den Button an der Start-Homepage. Vielen Dank. Zur Erklärung, weil es nachgefragt wurde, wir senden jetzt wieder auf Deutsch. Aber ich freue mich also für die Geduld, die alle Hörermassen entgegengebracht haben. Also ich hatte den Derek, der die letzten zwei Mal da war, ausnutzen wollen, weil er in Wien war, um den International Open Podcast zu launchen, und der ist jetzt sozusagen Flügel geworden und kriegt jetzt demnächst sein eigenes Projekt. Also er wird nicht mehr den Biertaucher Podcast okkupieren. Es war nur aus technischen Gründen und logistischen, die Leute organisieren, Aufnahmen und so, aber das habe ich jetzt sozusagen zwei Biertaucher Podcast-Folgen gestohlen. Jetzt wieder zurück normal im Programm. Was sind wir eigentlich für ein Podcast? Der Biertaucher Podcast. Über Stereoskopie, das in der 20er Jahre. Ja, das heute ist das Stereoskopie Special. Wir werden schauen, was wir da unseren Hörern vorbereiteten Content. Jetzt sind wir hier in einem Hörspiel. War das jetzt die Hörspielerlei? Wie geht das? Naja, fangen wir an mit den Themen, oder? Mit sagen. Der Themenliste. Ja, den Themen, worüber wir heute reden werden. Ja, ich kann von meinen Schülern erzählen, die unseren Podcast als Bierbaucher-Podcast verunglimpft haben. Auch schon ein, zwei Mal passiert. Ja, und sonst, YouTube hat mich getrollt. Und ja, sonst kann ich erzählen, dass das International Open Magazine erfolgreich gelauncht ist. Zumindest dessen Blog. Ich war vor 1,5 Wochen im Kino, habe mir einen sehr, sehr guten Film angeschaut, den ich gerne empfehlen würde, der im November nochmal gezeigt wird. Und am Sonntag habe ich ihn Krieger auf den Big Brother Awards getroffen. Ja. Wow. Ich war beim ersten Autorennen meines Lebens, und das war ein ziemlich nerdiges Autorennen. Das war nämlich die E-Challenge, da kann ich ein bisschen was davon erzählen. Und habe eine ganze Menge Linux und Linux-related Zeug, also rund um Linux herum, erlebt. Da werde ich auch ein bisschen was berichten. Ich rede von The Human Resource Machine nochmal. Ich habe das Spiel durchgespielt. Oh. Und ich... Und weil ich gerade schon als Nerd bezeichnet worden bin, werde ich ganz kurz nur sagen, ich war im Triple Feature Back to the Future in der ersten Reihe rechts. Ja, was habe ich am Plan? Eben die Big Brother Awards, wie schon erwähnt. Dann war ich im Theater, habe mir ein Stück von Tolstoi angeschaut, Die Macht der Finsternis. Dann habe ich sehr lange bei einem Spiel zugeschaut, nämlich bei Red Faction Guerilla. Und dann habe ich noch Rollen gespielt am Wochenende, seit längerem wieder mal. Cool. Ah, du auch? Also ja, mit echten Menschen? Ja. Mit echten Menschen, mit Papier, allem, was dazu gehört. Mit echten Würfeln? Mit echten Würfeln, ja. Ich habe dann schon gar nichts gespielt. Gar keine App im Spiel diesmal. Oh. Wir haben auch schon mit Apps gespielt. Aber das kann ich ja dann auch erzählen. Und ich muss ein bisschen petzen, der Stefan hat ein Buch aufgeschlagen, wo er vorbereiteten Content aufgeschrieben hat. Also wir professionalisieren uns mit Riesenschritten. Das ist ein Wahnsinn. Passiv. Passiv, ja. Zum Ausgleich wissen wir jetzt nicht, wer anfangen soll. Machen wir die Technikthemen zuerst und gehen wir dann so in Richtung Nerd, schöner Leben. Ja. Ja. Sie hören jetzt eine Regieanweisung, die nicht hinausgeschnitten wird. Na, dann werfe ich mal was rein. Ich habe einen netten Schaden gehabt bei mir zu Hause, bei einem NAS. Ich habe ein NAS der Firma Synology in Betrieb gehabt, über Jahre, muss sagen, sehr zufrieden damit gewesen. Schleichwerbung, sagst du?
Was ist NAS? Ein NAS ist ein Network Attached Storage. Man könnte sagen, ein kleiner Server, den man zu Hause stehen hat, auf dem man sein Backup hinsichern kann. Auf dem läuft standardmäßig Linux. Und das ist auf einmal nicht mehr gegangen. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen geschaut, was das denn so ist, habe das Netzteil durchgemessen, bin zur Erkenntnis gekommen, das Netzteil liefert statt 12 Volt und 100 Watt, wie es liefern sollte, 0 Volt und 0 Watt, sprich das Netzteil war hin. Also kein Linux-Fehler, sondern Hardware. Echter Hardware-Fehler und eigentlich wollte ich das Ding eh schon relativ lang loswerden und mit was anderem spielen. Das habe ich hier mit, das andere, mit dem ich spielen wollte, daraus wollte ich mir ein NAS bauen. Ich habe da ein kleines Kistern in der Hand, das ist ein bisschen größer als ein CD-Box, könnte man sagen, doppelt so dick, schwarz, steht Minix drauf. Auf dem war ursprünglich Android installiert, also das ist, sind so Kasteln, die schraubt man normalerweise hinter einen dummen Fernseher und macht dann Smart TV draus. Mhm. Also der hat dann einen HDMI-Ausgang, den man an den Fernseher anstöpseln kann. Und was auch ganz nett ist, also die Leute haben das ganze Ding gehackt und Linux-Distribution dafür entwickelt, sodass man darauf auch ganz normales Ubuntu sozusagen laufen lassen kann. Haben wir gedacht, eigentlich klasse Geschichte, da hänge ich noch eine Festplatte dran oder eigentlich, um genau zu sein, vier Festplatten dran und mache mir wieder mein eigenes NAS draus. Den ersten Schritt, den ich machen wollte, nämlich RAID installieren, bin ich einmal kolossal gescheitert und ich habe eigentlich geglaubt, dass ich das kann. Habe dann noch einmal nachgeschaut in alten Anleitungen von mir und im Internet recherchiert und es hat nicht funktioniert, bis ich dann gelernt habe auf die harte Tour. Der Kernel, der da in der Distribution dabei ist, ist einfach nicht RAID-fähig. Okay. Das heißt, mit sowas kann man kein Software-RAID aufbauen. Damit ist das Ding wieder frei geworden und kann ich das so locker als Reminder für mich für die Geschichte hier heute mitnehmen. Und ich habe dann umgesattelt auf ein anderes Gerät, über das ihr, glaube ich, in dem Podcast da auch schon relativ oft geredet habt. Das ist ein Raspberry Pi Nummer 2. Ja, ja. Da gibt es mittlerweile auch, also ich bin nicht so der Raspbian-Freak, ich bin eher der Ubuntu-Mensch. Da gibt es auch ein Ubuntu-Image, das man sich runterladen kann, auf einer SD-Karte draufspielen kann. Mhm. Und der Kernel, der da verbaut ist, der ist freundlicherweise RAID und LVM-fähig. Also RAID dient dazu, dass man mehrere Festplatten mit dem gleichen Inhalt beschreiben kann, zum Beispiel. Sinn und Zweck dessen, wenn eine von den beiden Festplatten hin wird, hat man noch die zweite, kann die erste in Ruhe tauschen und es wird wieder die Kopie auf die erste dann automatisch erstellt. Das habe ich eben damit eingerichtet. Also ich habe jetzt zu Hause ein NAS bestehend aus so einem Raspberry Pi, der ist in der Größe einer größeren Zigarettenschachtel und da dran angestöpselt ist per USB ein Vierfach USB Enclosure, also ein Kistel, in das man vier SATA-Festplatten hineingeben kann. Und das hat dann einen USB-Anschluss und mit dem kann man es an den Raspberry Pi anstöpseln. Nice. Und dieses Ding ist damit performanter als vorher das Synology NAS war. Also das war damals ein Atom-Prozessor, so die erste Generation von den Atoms. Mhm. Und mittlerweile sind ein paar Jährchen ins Haus gezogen und jetzt ist ein 30-Euro-Computer mit seinem Quad-Arm performanter als dieser Atom-Prozessor war, insbesondere bei so Geschichten wie R-Sync über SSH, also wo der Computer selber verschlüsseln und entschlüsseln muss, ist er wesentlich schneller als vorher das NAS war. Mhm. Und macht man Mords Spaß, weil das Ding ja weniger Strom braucht als vorher. Ja, also die Grundmoral war, dass der Raspberry Pi wesentlich freundlicher dann eigentlich war aufzusetzen, yep, oder? Ja, das habe ich, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe mich gefreut, wie diese Hardware jetzt und Raspberries und so bekannt geworden sind. Und ich habe davor auch immer so NAS-Geräte aufgehackt und dann findet man so Distros oder so. Und dann kommt es aber sehr drauf an, auf die Community, wie oft das geupdatet wird, eben wie du auch gemeint hast, Kernel. Und jedes System-Upgrade war dann auf gewissen Devices auch eine ziemliche Zitterpartie, weil man das dann auch wieder reinflashen musste, gerade den Kernel. Also ja, das ist damit kein Problem mehr, worauf man schon noch achten sollte. Also mittlerweile ist der Beginn der Geschichte ist ein bisschen über 2 Monate her
und die erste SD-Karte ist schon kaputt, weil ich nicht beachtet habe, dass man eben nicht auf eine SD-Karte beliebig viele Schreibzyklen hat, insbesondere wenn das eine Non-NEM-SD-Karte ist. Mhm. Also das ein Tipp vielleicht dazu, wenn man sich so ein Kastel kauft und wirklich vorhat, das 24/7 zu verwenden, erstens keine Non-NEM-SD-Karten, sondern was Gescheites sich zu kaufen. Die kosten auch nur 1-2 Euro mehr, also das macht nicht den Kohl fett. Und zweitens, wenn man schon das so hat wie bei mir, dass man USB-Festplatte dran angeschlossen hat, dann auch das Verzeichnis, wo die Logdateien hingeschrieben werden, und da schreibt der Ubuntu-Server, habe ich gelernt, so ungefähr einmal in der Sekunde was raus, dann sollte man auch dieses Log-Verzeichnis da drauflegen. Eigentlich wären SD-Karten eh relativ clever, was das Beschreiben angeht. Also die haben einen Controller drauf, zumindest gute SD-Karten haben einen Controller drauf, die Schreibzyklen über die SD-Karte verteilen, sodass es eigentlich nichts machen dürfte. Also das, was ich erlebt habe, nach einem Monat kaputt, dürfte eigentlich nicht sein. Aber schlechte SD-Karten haben auch schlechte Controller und die verteilen dann die Schreibzyklen nicht gut und dann wird das Ding kaputt. Es gibt auch zum Thema Schreibzyklen verteilen noch einen ganz heißen Tipp. Schreibt nie die SD-Karte voll, weil sobald die SD-Karte nur noch wenige Bytes hat, gibt es nur noch ein paar wenige Sektoren, wo es überhaupt hinschreiben kann. Also am besten ist, wenn man die SD-Karte nur zur Hälfte füllt und die letzte Hälfte wirklich frei lässt. So gibt es dem Controller die Chance, dass er da überhaupt managen kann. Richtig, genau. Weil wenn die SD-Karte voll ist, ist auch ein guter Controller überfordert. Mhm. Der kann dann nur immer diesen einen Sektor schreiben. Jo. Ja. Der Kernel ließ sich auf dem Gerät nicht austauschen. Ließ sich sicher auch selber kompilieren. Nur habe ich da eigentlich keine Lust dazu gehabt, in dem Moment, wo das NAS hin war, wollte ich es möglichst schnell wieder in Betrieb haben. Okay. Und habe den Raspberry Pi im Regal liegen gehabt und habe gesagt, schaust du an, ob der Kernel nicht eh passt. Und damit war das wesentlich einfacher und jetzt nehme ich den halt wieder als Spielzeug und mache mit dem weiter. In der Anfangszeit hatte Raspberry noch nicht mal Unterstützung für LVM und RAID drin. Da habe ich nämlich den Kernel für den Raspberry Pi mal selber kompiliert. Auf dem Raspberry Pi. Das hat 7 Stunden gebraucht. Ja, ich habe ja auch noch einen zu Hause rumliegen und ich schiebe es von mir her, weil ich habe zurzeit als Home-Server ein BeagleBone Black zu Hause im Betrieb. Aber denk mir, so ein Raspi 2 könnte ja doch ein bisschen mehr Performance liefern. Und die Übersiedlung ist noch in Planung und ich habe aber zurzeit dieses Mediencenter, die frühere XBMC und Kodi. Jetzt nennt sich Kodi, genau. Und habe das in Betrieb genommen. Ach, und es ist super. Also es läuft wie Butter und ich habe da wirklich auch das User-Interface, das war beim 1er ja auch schon möglich, das zu installieren, aber es hatte dann doch einen Hänger und das ist mir jetzt einmal bei den ersten Tagen oder ersten Wochen Betrieb nicht aufgefallen. Das läuft eigentlich wirklich sehr, sehr flüssig und ist auch ein sehr mächtiges Mediencenter mit sehr viel Plugin-Möglichkeiten, also echt ein Wahnsinn. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich der Mediencenter-Typ bin oder ich noch immer an meinen Dateien klebe. M-Player ist doch irgendwie charmanter. Ja, wir arbeiten zurzeit am anderen Spektrum. Also wenn wir irgendwie einen Film anschauen wollen, dann stecken wir einen Raspi 1 an und dort gibt es unter der Konsole einen Player, einen OMX-Player, der spielt Filme in Spitzen, also super flüssig und ja nicht durch im Frame-Buffer von der Konsole ab. Also da kannst du direkt einfach in der Konsole einsteigen, ins Verzeichnis und den Film starten und brauchst gar keine GUI. Das ist natürlich auch, ja. Wer es mag, ich mag's. Ich kann berichten, dass ich heute vergeblich versucht habe, auf einem Raspberry Pi 2 Scratch zum Laufen zu bringen. Also Scratch 2, die Web-Anwendung, die einen Flash-Player braucht. Was laut Forum-Eintrag, das ist den Forum-Eintrag habe ich gemacht, Flash should have been burned 15 years ago. Das war die häufigste Antwort. Und es ist mir dann gelungen, ein gewisses, also es war mit Ubuntu Mate auf dem Raspberry Pi 2 und wir haben es mit Firefox probiert, hat nicht funktioniert und dann haben wir ein Pepper Flash Player Plugin installiert, downloadet und das hat sogar funktioniert, also der Chromium hat dann gesagt, er hat jetzt ein Flash Player Plugin und leider ist das dann bei der Scratch ständig abgestürzt, also okay, wir haben Scratch doch nicht starten können damit. Das war ein Versuch. Dieser Pepper Flash Player ist ja der aus dem Google Chrome extrahierte Flash Player, der von Google speziell unterstützt und weiterentwickelt wird, weil Adobe da ja selbst nicht mehr für Linux die Unterstützung zur Verfügung stellt, macht das Google.
Das ist allgemein so, dass Google selber sich um den Flash-Player in Chrome gekümmert. Ja. Also nicht nur Linux, sondern auch unter Windows. Und deswegen bekommen die Chrome-Benutzer mit dem Update vom Browser automatisch auch eine neue Flash-Version. Und das ist meistens sogar schneller als für alle anderen Browser, weil Adobe, denen ist das inzwischen so wurscht. Also ich kann euch nur empfehlen, entwickelt nichts mehr für Flash. Flash ist tot. Ja, da kann man wahrscheinlich jetzt 3 Jahre zurückspulen und eine alte Folge von uns hören, schon postuliert haben. Ja, ich kann nur für ist gerade geschafft, dass Flash weiterleben wird mit der Aussage. Wieso? Totgesagte Lebenlänge. Ah, okay, gut. Also Flash lebt so gut wie nie zuvor. Ich kann zur Beruhigung von Scratch-Liebhabern sagen, Dankeschön. Es wird laut Derek, der Freunde vom MIT hat, wird es irgendwann eine Version Scratch 2.5 geben, die dann mit HTML5 läuft, anstatt mit Flash. Mhm. Bis dann die ganz neue Version kommt, dieses G+, an dem sie gerade arbeiten. Aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern. Also hoffentlich ist dann mein letzter Grund, Flash zu verwenden, auch weg. Noch eine Linux-Geschichte? Ja! Also, ich habe 2 Rechner, auf denen waren 40 GB SSDs verbaut, die langsam aber sicher vollgelaufen sind. Und eigentlich habe ich nicht wirklich Lust gehabt, alles von der Pike auf neu zu installieren, weil es ist alles genau so eingerichtet auf beiden Rechnern, wie ich es haben will. Mhm. Und jetzt gibt es ja relativ günstig, größere SSDs zu kaufen. Habe ich mir 2 geklickt, 2 so 256 GB SSDs, die haben jetzt so 90 € gekostet, das kann ich mir gerade noch schön leisten. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man dann das alte System möglichst schnell auf die neuen SSDs drauf? Und zweitens, wie nützt man dann auch die volle Größe gleich am einfachsten? Und es ist halt schon ein paar Mal das Schlagwort LVM gefallen, das ist da sehr nützlich in dem Zusammenhang. LVM ist der Logical Volume Manager, also das ist so eine Abstraktionsschicht, die man noch dazwischen einführt, zwischen der Festplatte und dem Dateisystem oder zwischen der Festplatte und der Partition, je nachdem, wo man es reinfädeln will. Und das war schon LVM, per LVM installiert, mein System. Mhm. Das habe ich zunächst einmal gesichert. Und zwar, da empfehle ich auch ein sehr hübsches Tool, das nennt sich Redo Backup, falls ihr das kennt. Das ist eine Linux-Distribution, letzte Version aus dem Jahr 2012, also eigentlich relativ alt, aber so viel hat sich auf Bit-Ebene auf den Festplatten eh nicht getan. Also da schreibt man einfach ein binäres Image entweder übers Netzwerk auf ein NAS oder auf eine zweite Festplatte, die man eingebaut hat drinnen. Also das hat bei den 40 GB, die fast voll waren, auf dem relativ alten Rechner jeweils so eine Viertelstunde gebraucht, bis das rausgeschrieben war. Dann tauscht man die Platten aus, also die alte SSD raus, die neue SSD rein, wieder eine Viertelstunde und die Daten sind wieder da. Und dann hat man ja natürlich hinten viel Platz auf der SSD, legt sich dort ein Logical Volume an, ein zusätzliches, hängt das dazu per Logical Volume Manager in die Logical Volume Group, heißt das so schön. Also da hat man so hübsche Abstraktionsebenen, die man sich jedes Mal dann wieder anschauen muss, wie das genau im Detail heißt. Auf jeden Fall kann man da dann das Volume erweitern, auf dem man eigentlich das Dateisystem hat. Damit hat man dann schon sozusagen eine virtuelle Festplatte, die ganze Größe hat, und auf der kann man dann das Dateisystem aufblasen und hat insgesamt mit einer Dreiviertelstunde Aufwand das Betriebssystem komplett übersiedelt und nützt die neue Plattengröße komplett. Also das war ein Genuss, das kann man nebenbei machen und hat dann noch immer als Sicherheit das alte SSD, die man zur Not wieder reinstecken könnte, war aber zweimal nicht notwendig. Also das als Trick zum Aufrüsten von Festplatten oder SSDs. Mhm. LVM, ja, ich habe damit jetzt auch zu tun. Und ich habe eine Frage dazu, vielleicht können Sie mir das beantworten. Wenn man einen Server hat, so im Live-Betrieb, und man hat also das ist mit LVMs Partitionen aufgesetzt, und man hat noch unpartitionierten Bereich. Und man könnte den jetzt zu einem LVM-Partition dazuhängen. Geht das im Live-Betrieb? Ja. Und das ist ein Reboot nicht notwendig? Nein. Es kommt teilweise auch aufs Dateisystem an, was du drauf fährst. Weil nicht jedes Dateisystem eben ein Online-Resizing unterstützt. Okay, ich glaube, es ist ein XT4. Die unterstützen Vergrößern und sogar Verkleinern. XFS zum Beispiel unterstützt Online nur Vergrößern, aber nicht Verkleinern. Mhm. Also, nicht mal Offline. Ja. Aber wer braucht das schon? Ja, aber das sind halt so Sachen, die man da bedenken muss. Aber im Prinzip ist es das Logical Volume dementsprechend vergrößern
dann mit GrowFS das X4 dementsprechend auch vergrößern und dann ist es fertig. Ja, das wollte ich hören. Könnte sogar auch der Platz auf einer anderen Festplatte liegen oder auf einer anderen SSD. Dann legt man dort ein zusätzliches Logical Volume drauf an, hängt dieses Logical Volume in die Logical Volume Group dazu zur anderen und kann auf die Art und Weise auch dann das Dateisystem vergrößern. Also ein Physical Volume. Physical Volume, genau. Ja, falscher Begriff. Ja. Neues Physical Volume, das in die Volume Group dazu hängen, das Logical Volume vergrößern und dann das Dateisystem vergrößern. Das Interessante ist, deine Herangehensweise, das Backup hätte ich auch gemacht, aber das Kopieren hätte ich nicht gemacht. Ich hätte im Betrieb die zweite SSD einfach noch dazu gehangen, hätte darauf das PV erzeugt, dann das Ganze in die Gruppe, die bereits existiert, und dann PV-Move verwendet. Nämlich damit kann man ein komplettes PV freiräumen. Dann wird das auf die anderen PVs verteilt, die existieren. Das heißt, man kann die alte SSD freimachen, die wird auf die andere drauf kopiert, verschoben, und dann hängt man das alte einfach aus. Und ich empfehle, XFS zu verwenden, weil es ist wirklich das unproblematischste Dateisystem überhaupt. Und statt XFS Grow FS kann man auch direkt bei LV Extend, das ist zum Vergrößern der LVs, die Option minus klein r hinzufügen, dann macht es nämlich alles automatisch. Also ich habe damit sehr gute Erfahrungen, und was das anbelangt, hatte ich auch noch keinen Verlust oder sowas. Ich hatte nur Verlust, wenn die Festplatte kaputt ging, aber nie durch das LVM oder durch das Dateisystem. Also die Kombination ist wirklich seit 10 Jahren bei mir im Einsatz. Ja, XFS also. Das habe ich, glaube ich, noch nie verwendet, XFS. Es ist viel, viel besser als X4, weil das, was RiserFS und X4 versucht haben, hatte XFS von Anfang an schon. RiserFS, das habe ich relativ am Anfang irgendwas verwendet. Noch mit Hinweis, ja. Aber der Riser ja natürlich. Ja, ja. Das war dann nicht drin. Ich lasse den Witz jetzt weg. Ja. Lange Zeit ein ReiswolfFS. Also wenn der mit schon kommt, dann kann ich ja den anderen noch erzählen. Ah, er fällt mir nicht ein, beim nächsten Mal. Ja, wann kommt denn endlich das Butterfs in die Pötte? Ist das schon benutzbar? Hat das schon jemand mal ausprobiert? Ich habe es mal vor 3 Jahren oder so ausprobiert. Und damals war das im Prinzip ein tiefer Schlag in die Magengrube. Nachdem das ButterFS plötzlich unbrauchbar war. Inzwischen lässt sich das reparieren. Ich habe die Platte rausgenommen und die Platte einfach nur gesagt, okay, die ist jetzt archiviert. Sobald ich es reparieren kann, repariere ich es. Ich habe das aber nicht machen müssen, weil ich Backups habe. Es hat mich nur interessiert, aber seitdem habe ich es nicht mehr verwendet. Natürlich, ButterFS hat den großen Vorteil, dass man ein LVM gar nicht benötigt. Man kann mit ButterFS das machen, was man mit LVM plus XFS macht, auch machen. Wie praktikabel das ist, kann man sich drüber streiten. Ich finde es ein bisschen schon fast wieder komplizierter, aber es ist leichter zu verstehen zumindest. Also ButterFS, ja, wäre mal ein Blick wert, aber ich würde es jetzt produktiv noch nicht einsetzen. Okay. Also X2 für bestimmte Fälle und XFS, das ist eine schöne Kombination. Ja, also wieder mal in einem Jahr so reinschauen, bei ButterFS, was sich tut oder so. Ja, man schielt ja immer so ein bisschen neidisch auf das ZFS, oder? Das sind solare Systemen, und hätte gern auch sowas Schickes, Neues, aber das dauert. Dateisystementwicklung ist etwas, es ist so wie X-Server, kommt mir vor, da muss man in anderen Zeiträumen denken. Also das ist auch so eine Sache, es muss unbedingt was Neues sein und statt das, was wirklich stabil läuft. Also ich setze lieber auf stabile Sachen, was ich seit Ewigkeiten benutze und wo ich weiß, es ist stabil, schnell und es reicht völlig aus. Der Nachteil bei LVM und XFS ist das Kopieren. Also wenn man ein Backup davon machen möchte, da ist ButterFS ein bisschen besser. Aber XFS bringt ja selber ein eigenes Backup-Tool mit, welches wirklich unschlagbar ist. Also XFS-Dump heißt das. Und das erzeugt eine Datei, die besser ist als DD, weil man kann sie jederzeit restoren, und sie ist kleiner, als das Dateisystem war, weil es nämlich alles, was nicht beschrieben worden ist, gar nicht erspeichert. Okay, das ist natürlich ein bisschen schlauer als DD. Und es unterstützt auch noch gleichzeitig inkrementelle Backups. Also es ist sehr von Vorteil. Und dann Restore. Und das Ganze geht natürlich online, im Gegensatz zu DD.
Ja, kleiner Trivial-Tipp auch, wenn man DD verwendet, um Images zu kopieren, auch immer die Byte-Size angeben, ist ein kluger Tipp. Ich habe einmal so meine, ich weiß nicht, 2 Terabyte-Platte mit DD ohne Byte-Size-Angabe mal angestartet oder so. Und so nach 1,5 Tagen gedacht, okay. Naja, es dauert. Meinst du Sector-Size? Ja, genau. Also ja. BBS ist das, genau, die Option. Richtig. Genau, richtig. Block-Size ist das. Okay. Damit, weil heutzutage haben sie alle 4K, nicht mehr 512 Byte. Also früher hatten die Festplatten 512 Byte Blöcke und jetzt haben sie 4K Blöcke. Also ist 4K auch das der richtige Parameter zum Angeben? Damit ist es auf jeden Fall schneller. Ja, ja. Es ist auch kein Fehler, es bei den alten Festplatten 4K Blöcke anzugeben, weil das macht nichts, weil man muss sich vorstellen, er greift immer auf einen Block zu. Wenn man sagt, 4K seien die Blöcke groß, dann liest er halt alle 4 Blöcke ein, aber dann braucht er nur mehr RAM. Während bei 512 Block Size und 4K echten Blöcken, dann muss er 4-mal auf diesen einen Block. Er liest nämlich immer den ganzen Block ein. Okay. So, lieber Hörer, ausgestiegen. Gratulation. Wieder? 4K sind ja 8 Blöcke und nicht 4, wenn es 512 sonst ja, wäre. Stimmt, genau, klar. Ja. Entschuldigung, es sind 8 Blöcke. So, Horst. Wie war denn ein Sandwich? Der Horst hat jetzt eine DD angestartet und wartet, dass das endlich rüberkopiert wird. Nein, ich habe einen Sandwich verdrückt, weil ich ein bisschen entfernt vom Tisch, um nicht die Kaugeräusche im Podcast zu haben. Sandwich vom Garibus her zu empfehlen. Gibt es noch Tech-Themen? Einen DD-Tipp will ich noch reindrücken. Ja. Wenn das nervt, dass das DD keine Fortschrittsanzeige hat, ja, da gibt es ein nettes Alternativ-Tool, das heißt DD-FL-DD. Achso, das kenne ich. Werden wir wieder mal in die Shownotes genau reingeben dann. Mhm. Das im Prinzip kompatibel ist zum DD, aber eben den Fortschritt hat, der Fortschrittsanzeige einzubauen. Man kann es auch mit diversen Tricks beim Original-DD erreichen, indem man User-1-DD. Aber es gibt eben dieses Ersatztool und das ist recht nett beim Zuschauen, wenn man eben wissen will, geht's jetzt noch ein Kaffeehaus, geht sich über Nacht schlafen aus oder was sind so die nächsten Projekte, die man mit dem Rechner machen kann. Ich kenne nur DD Rescue und das ist auch ganz gut, um zum Beispiel kaputte DVDs zu auszulesen. Ah, ach cool. Ja, weil das versucht von vorne es einmal und dann von hinten. Und da kaputte DVDs meistens dann doch von der einen Richtung nur schlecht gelesen werden können und von der anderen wieder korrekt, funktioniert es meistens ganz gut. Also ist auch eine Empfehlung. Und es zeigt natürlich die ganze Zeit an, wie weit es ist. Und gleichzeitig hat es auch noch eine Funktion. Man kann als dritte Datei angeben, eine Log-Datei. Und dann loggt es mit, was es gemacht hat. Und wenn man DD Rescue mit der Log-Datei wieder startet, dann macht er dort weiter, wo er als letztes war. Das heißt, man kann auch es fortführen. Ist auch sehr gut für Festplatten natürlich. Tech-Meldungen noch? Ich kann erzählen, dass ich sehr viel mit Pelican Block Engine herumgespielt habe in den letzten Tagen. Was ist das genau? Das ist ein statisches Blocksystem. Ich habe schon mal darüber erzählt. Habe ich auch für meinen privaten Blog am Laufen. Aber das Schöne an statischen Blocksystemen im Gegensatz zu WordPress ist, wenn sie einmal laufen, brauchst du sie nicht anrühren. Es sind keine PHP-Abfragen, da brauchst keine Datenbank pflegen. Der erzeugt statische Seiten, die schiebst du auf einen FTP-Server und du kannst das Ganze in Ruhe lassen. Das heißt, du musst dich mit Datenbank auseinandersetzen, kein PHP absolut konfigurieren. Nichts, nicht den ganzen WordPress-Tanz durchführen oder CMS-Tanz. Genau, man muss dich nicht sorgen um irgendwelche Vulnerabilities, die plötzlich auftauchen, dass du dann irgendwelche uralten, schon vergessenen Kundenprojekte updaten musst. Ja, es gibt ja oft auch den Anwendungsfall, dass die Leute gar keine riesige Webseite wollen, sondern einfach nur so eine Art Visitenkarte im Netz. Genau, jetzt zum Beispiel ein, zwei im Freundeskreis, die das haben wollen. Dafür würdest du es empfehlen. Sehr, also da hast du WordPress dann gemacht? Oder? Nein, ich habe noch gar nichts gemacht. Also ich habe mir gedacht, mal auswarten, alter Supporter-Trick. Erstmal warten. Vielleicht geht er eben leite mit seinem Business. Genau. Aber wo erstellst du dann diese Webseiten? Also naja,
Das ist, die erstelle ich lokal auf meiner Festplatte. Da lasse ich ein Python-Skript, das mag ich Pelikan so, lasse ich über meine Markdown und Text und HTML und RST-Files laufen, also in denen ich den Content aufbereite. Und der rattert da einmal drüber und das geht relativ geschwind. Und dann habe ich einen Output-Folder und diesen Output-Folder schiebe ich mehr oder weniger auf den FTP-Server drauf. Also es geht ein bisschen eleganter. Das ist ein eigener Editor oder machst du es im HTML-Editor? Nein, also deine Files, deine Textfiles kannst du, die tue ich mit meinem Programmeditor schreiben. Und die kannst du mit jedem Tool deiner Wahl schreiben, weil er ja verschiedene Formate akzeptiert. Mhm. Und er hat so eine gewisse File-Struktur, die ist halt gehirnen muss, die ist aber nicht sehr schwierig. Im Wesentlichen, dass die Bilder in einem Folder liegen. Und du lässt sozusagen über deine, wie soll ich das jetzt sagen, über deine Textfiles und HTML-Files lässt du einmal das Python-Skript drüber rennen. Es macht die kompletten fertigen HTML-Files und die HTML-Files schiebst du am Server. Okay. Das ist der Gedanke dahinter. Kenne ich ein ähnliches Projekt, das nennt sich IkiWiki. 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 Ja. Das ist auch ein Wiki-Generator, wo du auch eigentlich im Hintergrund Markdown-Files oder ähnliches hast. Ja. Und dann rufst du eben das IkiWiki auf, das kompiliert dir die Files und die kannst du dann auch dementsprechend publishen. Das heißt, du hast ein statisches Wiki. Im Prinzip ja. Es kann auch eine CGI-Datei generieren, über die man dann weiter editieren kann. Mhm. Aber im Grunde ist es, läuft es auf Git-Basis. Also im Prinzip pusht man seine Änderungen an ein Git-Repository. Dort okay. gibt es dann den Trigger, der den Compiler aufruft und das dementsprechend dann auch wieder published. Das Ganze ist auf Perl-Basis und es gibt zig verschiedene Plugins schon dafür, für Gallery und sonstiges. Und das Template ist so flexibel, dass es eigentlich rein durch eine Local CSS-Datei gestaltet werden kann, wie auch immer man es will. Das heißt, du hast auch verschiedene Templates dann zur Auswahl. Ja. Das ist, glaube ich, eh Standard bei diesem ganzen statischen Website-Generat. Als Ruby-Entwickler muss ich natürlich die entsprechenden Ruby-Tools reinwerfen. Die zwei bekanntesten sind Jekyll und Octopress mit dem gleichen Prinzip. Also man schreibt wieder Markdown oder ähnliche Formate, kompiliert das Ganze mit dem Template zusammen, diesmal natürlich in Ruby und erzeugt daraus die HTML-Files, die man dann mit den CSS-Dateien und eventuell auch JavaScript-Dateien hochlädt auf den Server. Ich möchte vielleicht nur darauf eingehen, also dass es dann auch statische absolut, ja, die man dann mit einem klassischen Webserver surft. Ich möchte da zwei Vorteile herausstreichen. Das eine ist eben diese statischen Files, die da rauskommen, kann ein ganz normaler Webserver wie eine Apache oder Nginx hosten und serven. Das heißt, die Sache wird auch damit schneller. Und das zweite ist, nachdem statische Files sind und nicht dynamische Sachen, die da laufen, ist auch der Angriffsvektor ein viel geringerer. Also da könnten bestenfalls diese Files manipuliert werden, aber nicht irgendwelche Datenbankeinträge dahinter, weil es gar keine Datenbank dahinter gibt. Und um wieder auf den Raspberry Pi von vorher zurückzukommen, mit dem habe ich das getestet, was der performancemäßig hergibt, mit einem Nginx drauf und mit genau so einer Jekyll-Webseite, die kompiliert war zu so statischen HTML-Files. Und da kriegt man dadurch, dass das ein Quad-Core ist, kriegt man tatsächlich 1000 Requests pro Sekunde durch. Und das ist schon ziemlich viel. Ja, also den Traffic hätte ich gern. Ich kann auch noch was dazu sagen. Ich habe meine eigene Engine, die genau dasselbe macht. Sie ist nicht auf Jekyll basierend, sondern auf etwas, das Ace sich nannte. Aber Jekyll verwendet Tilt im Hintergrund. Das machen inzwischen alle Ruby. Oh, mein Essen ist da. Okay, ich sag nichts mehr. Mahlzeit. Ich habe nur lautlos geguckt. Ich esse erst mal. Ja, also ich kann es nur empfehlen, statische Seiten sind besser. Was haben statische Seiten für Nachteile? Vielleicht sollte man das auch sagen. Also alles, was wie ein Wiki sehr interaktiv ist, dass der User sozusagen Inhalte erstellen kann, die dann dort bleiben sollen. Das ist mit statischen Seiten eher schwierig, soweit ich das zumindest kopiert habe. Alles, was gerechnet werden muss, also wenn man eine interaktive Sternkarte entwickeln will, wird man sich wahrscheinlich relativ hart tun. Die müsste dann beim Client gerechnet werden. Also man müsste dann JavaScript einbauen und die ganze Sache im Browser laufen lassen.
Und was auch ein Problem darstellt, ist, wenn eine Datenbank dahinter steht. Also klassischer Anwendungsfall, weil du zuerst gesagt hast, glaube ich, Blog hast du das Beispiel genannt. Ja. Oft will man bei einem Blog dann eine Kommentarfunktion dazu haben. Ja. Das heißt, da wird man sich relativ schwer tun. Da gibt es dann so Ausweichmöglichkeiten, wie dass man eine Kommentar-Engine einbettet, die genau. Dass man das überhaupt auslagert. Genau. Ja, das ist halt die Frage dann, ob man das haben will, ob man dazu bereit ist, dass man die Kommentare sozusagen hergibt an ein anderes Service und das lokale Hosting. Kleine Umfrage, wer von euch hinterlässt Kommentare in einem Blog? Ich bekomme in meinem Blog durchaus Kommentare. Hast du schon? Und aber schreibst du auch welche? Moderierst du aktiv? Streckenweise schon, wenn ich dazu komme, Blogs zu lesen und es Artikel sind, die mir... wo es mir am Herzen liegt, da Feedback zu geben, durchaus, ja. Ja, ich kann sagen, nein, ich bin rein, also ich konsumiere rein lesend. Ich bin Anti-Kommentator, ja, es ist bei mir da echt. Da ist bei mir der freie Software-Gedanke dahinter, wenn ich irgendwo was konsumiere und will ich dementsprechend natürlich auch gerne was zurückgeben. Ich muss sagen, ich schalte immer automatisch ab, wenn ich irgendeine Seite mache, wo so WordPress wohl anbietet, Kommentarsystem, weil ich finde, es ist, wenn du das nicht außer wirklich Diskussionen moderieren willst und dir das antun willst, ist es das eigentlich nicht wert, die Zeit, die es da reinsteckt und musst, um die Spam-Kommentare rauszufiltern. Ja, wobei man kann in vielen Kommentar-Plugins oder sonstigen irgendwie die Kommentarfunktion nach einer gewissen Anzahl von Tagen deaktivieren. Mhm. Weil wenn du sagst, jetzt hat ein Monat niemand darauf geantwortet, dann interessieren mich Kommentare, die später kommen, auch nicht mehr, weil die dann zum einen vielleicht nicht mehr so relevant ist und vor allem die sieht dann auch jemand anderen nicht mehr so wirklich direkt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das lästig ist zum Teil. Also ich habe jetzt ganz selten nur bei Blogs irgendwas geschrieben, aber ich habe es schon erlebt, dass ich gesagt habe, oh, okay, dazu muss ich jetzt was schreiben. Und dann war der Artikel leider schon ein Jahr alt. Und das waren einfach nur falsche Informationen, die dort standen, die bisher noch keiner bemängelt hatte. Also ja. Vielleicht sind die Informationen gerade im technischen Umfeld erst im Laufe der Zeit falsch geworden. Sie waren schon länger, also bevor dieser Artikel schon geschrieben wurde. Ja. Also habe ich leider auch schon erlebt. Also ich halte nicht so viel davon, dass man nach einer bestimmten Zeit... Dann kann man die Autoren der Seiten üblicherweise auch per Mail oder auf andere Art und Weise erreichen. Dazu möchte ich nur sagen, genau das kann man nämlich oft nicht. Ja, weil ich mache meinen Sport draus, ich suche immer für meine diversen Weltverbesserungsprojekte frei lizenzierte Artikel oder möchte sozusagen bei irgendwelchen Artikeln wissen, ob ich den unter einer freien Lizenz veröffentlichen darf. Und alles, was ich will, ist den Autor kontaktieren. Und genau diese Funktion, die ich eigentlich das Natürlichste der Welt finde, gibt es nicht. Was es stattdessen gibt, ist irgendein dämliches Kommentarsystem, wo ich schon weiß, wenn ich da jetzt was hinschreibe, da hat sich jetzt ein Jahr nichts getan, wird das auch keiner lesen und wird keiner darauf reagieren. Das ist einfach eine Gefühlssache. Ja. Da freut es mich nicht. Und außerdem möchte ich nicht, dass die Welt jetzt weiß, dass ich versucht habe, den Autor anzuschreiben, um was relativ Persönliches, was ja niemandem was angeht. Ich möchte ja von ihm... Mhm. Das heißt, man Impressum-Angaben scheitest du? Ja, wenn es überhaupt ein Impressum gibt. Okay, ne? Oft gibt es ja dann irgendwelche, da ist dann so ein kleiner Verweis, wo das Impressum stehen soll, da stand dann, diese Seite wurde mit WordPress generiert und dann ein Link zu dem, der das WordPress-Thema erstellt hat. Aber das ist ja nicht das, was ich wissen will. Ich möchte mit dem Verantwortlichen reden. Ne? Okay, ich gebe es zu, ich bin in meiner rosaroten Wolke. Die Blogs, die ich lese, laufen alle über einen kleinen Debian und da kenne ich die Leute dann größtenteils persönlich. Ja, also ich glaube auch bei der FSFE ist es so, dass man dort relativ gut dann den, der das geschrieben hat, auch irgendwie erreicht, weil der so wo einen sogar E-Mail und PGP-Key veröffentlicht hat. Aber es gibt halt unzählige Blogs, wo das extrem schwer ist, speziell wenn das so werbeverseuchte Halbfirmen-Blogs sind, wirklich den Autor zu erreichen. Und das dimpft mich halt. Und ja, also bitte, falls ihr Blogs betreibt, bitte schreibt eine Kontaktadresse hin. Und am liebsten habe ich, also am meisten ärgere ich mich über die Leute, die dann sagen, ich mag meine E-Mail-Adresse nicht publizieren, sonst kriege ich so viel Spam. Legt da eine neue E-Mail-Adresse an, das dauert einen Mausklick und publiziere sie. Ah. Ja. Ja. Ist,
Ich habe in der Zwischenzeit überlegt, was ich, ob ich doch kommentiert habe. Und ist, ja, durchaus. Also es gibt ja einen Hip-Hop-Podcast, da habe ich einmal kommentiert. Ja, genau. Also wenn jetzt unsere Hörermassen hinsurfen, Gregor Schmitz-Vorschlag gemacht. Kommentar. Ja, wegen kommentieren auf Podcasts. Kann man auf dem Biertaucher-Podcast kommentieren? Ha, eine gute Frage. Nein, ja. Kann man nicht, weil... Naja, auf Google Plus. Auf Google Plus, ja, also in einem Social Network deiner Wahl, auf YouTube, wo auch immer, kannst du das natürlich tun. Aber das hat für uns den großen Vorteil, dass mein Wiki ist eh schon, wie soll ich sagen, klapprig genug. Und da mag ich jetzt nicht noch mich mit Spam-Massen und User-Anmeldungen so herumschlagen. Ich kann mich erinnern, aber zeitlang hatten wir Discuss-Einsatz. Wir hatten, aber es kam nicht wirklich was raus. Also es ist ja auch das Problem, wenn du so ein Discuss einbaust, ich habe das beim Python-Gamebuch, das betreibe ich immer noch und da kommen noch ab und zu irgendwelche Kommentare. Mhm. Du weißt ja nicht, wer das ist. Der kann sich unter Discaster ja mit irgendwas anmelden, mit irgendeiner Identität. Und da ist schon ein Vorteil, wenn du jetzt ein großes Social Network sozusagen hast, wo du das outsourcest, dieses ganze Kommentarfunktion, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der dort mit einer, wie soll ich sagen, mit einer kohärenten Identität auftritt. Also du siehst dann, wer das ist oder dass der schon überhaupt was macht. Und sonst, es kann irgendein Troll sein, irgendjemand. Ja, das ist sehr unangenehm. Das habe ich bei der Kommentarfunktion in meinem Blog auch häufig, da ich mir denke so, der Kommentar ist recht interessant, ich würde mit der Person gerne in Kontakt treten, aber nachdem ich da bewusst auch irgendwie keine E-Mail-Adressen entgegennehme, weil ich die natürlich nicht publizieren wollen würde, wegen Spam und sonstigen, und die Leute nicht dazu zwingen will, eine E-Mail-Adresse reinzuschreiben, fällt es mir halt dann manchmal schwer, mit den Leuten in Kontakt zu treten, aber es ist trotzdem recht angenehm, hin und wieder Feedback zu bekommen. Klar, ja. Also ich möchte das auch trennen. Ich glaube, wir alle Biertocher haben gerne Feedback. So ist nicht. Ne? Es ist halt der Aufwand, ein anonymes oder ein missbrauchbares Kommentarsystem zu pflegen und das System reinzuhalten. Wer das nicht glaubt, soll irgendein MediaWiki aufmachen. Das ist mir mehrmals passiert. Das MediaWiki circa 4 Tage rennen lassen und du kriegst tausende Anmeldungen von Spam-Accounts, die versuchen dann in die Talk-Seiten oder in die Seiten, wo sie halt was reinposten dürfen, voll zu spammen. Ja, das ist auch ein Tipp vielleicht. Egal, was für ein Wiki du hast. Ja. Also auch bei WordPress das Gleiche. Kleiner Tipp, wenn man WordPress für andere Leute aufsetzt, dann gehört zum guten Ton, dass man da gleich mal die Kommentarfunktion abdreht, weil die Leute sind sofort überrannt. Aber so viel zum Thema Kommentarsysteme. Ich habe dazu auch aus der technischen Sicht ein paar Kommentare jetzt dazu. Ich selber habe sowas gar nicht. Ich habe nur eine Homepage und die ist statisch. Aber meine Freundin hat ein Gästebuch. Und anfangs lief das ganz gut. Spammer, also jedes Mal, wenn jemand was geschrieben hat, wurde es in eine E-Mail reingeschrieben und dann hat sie auf die E-Mail einfach reagiert. Sie hat also den Beitrag gelöscht, wenn es Spam war. Und dann kamen so viele rein, dass sie hingegangen ist, hat und gesagt, okay, ich muss was dagegen tun. Und was für Techniken gibt es dafür? Es gibt die Captchas. Die sind nicht hundertprozentig sicher. Sie hat aber, und aufwendig, aber sie hat eine wirklich interessante Idee gehabt. Und zwar ein Feld, wo daneben stand, dieses Feld bitte nicht ausfüllen. Wenn dieses Feld ausgefüllt war, war Spam. Mhm. Davor hatte sie eine andere Technik. Sie hatte ein Input-Field, welches per CSS ausgeblendet worden ist. Das heißt, man konnte es nicht mal ausfüllen. Das hat gereicht. Aber das hat dann auch nicht mehr gereicht, weil die schon erkannten, das sieht man sowieso nicht. Das fülle ich auch nicht aus. Okay. Genau. Also die Spam-Skripte sind schlauer geworden. Ja, genau. Inzwischen ist dieses Feld... auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Mhm. Also es gibt Spam, der wirklich von einem Menschen ausgefüllt wird. Mhm. So weit ist man inzwischen. Das heißt, da gibt es in China Spam-Farmer mit angeketteten... Ja, man kann ja schon... Oder man bettet so mit Cross-Site irgendwie die Captchas auf anderen Seiten ein und lässt das dort Menschen. Captchas hat sie gar nicht erst. Es gibt ja diesen Ansatz, dass auf diversen Porno-Webseiten Captchas über diese Schichte irgendwie ausgewertet werden und verbraucht werden, um dann drüber zu spammen. Dass die Leute dadurch, dass sie das Captcha ausfüllen, eben Zugriff auf Pornos bekommen und dadurch eben halt dementsprechend relativ viel
darüber ausgewertet werden. Ja, ich glaube, das Spiel wird uns noch länger beschäftigen. Das wird wirklich, also mittlerweile sind ja die Captures teilweise verflucht schwer. Dass die Maschinen intelligenter geworden sind. Definitiv, definitiv. Apropos zum Maschinenintelligenter. Ich habe mich so gefreut, da ist jetzt eine neue Folge vom Chaos Radio Express rausgekommen, seit langem wieder mal an der Team Breedlove. Und das Thema ist Big Data und neuronale Netze und maschinelles Lernen. Cool. Und ich mag den Team Breedlove schon so ganz gern irgendwie und die Freakshow ist ein ganz netter so Quatschcast, also so, dass Leute sich miteinander unterhalten. Aber da war wirklich wieder mal Fleisch dran und ich habe den Podcast jetzt gleich mittlerweile so 2-3 Mal gehört oder der so. So zum öfter hören. Ja, weil er wirklich, da zieht jemand das auf von den Beginnen, wie es halt so früher war, Spamfilter, was für Mechanismen damals zum Tragen gekommen sind und wann der Schritt war, weil ich habe neuronale Netze im Studium auch noch vermittelt bekommen, aber das war für mich relativ ungreifbar und theoretisch und so. Und es hat dann aber einen Schritt gegeben und einen Professor, der ein Paper geschrieben hat und wo einfach jetzt so in den Nullerjahren dieses Problem geknackt wurde. Und es ist faszinierend zu hören. Also es ist eine Empfehlung, die neueste Folge von Chaos Radio Express ist wirklich gut. Endlich wieder mal eine zünftige Podcast-Empfehlung. Ja, genau. Ganz eingeworfen. Aber wegen lernenden Sachen könnten wir da eine Überleitung finden, vielleicht zu den Big Brother Awards. Ja, definitiv. Lass mich noch kurz ein Schlusswort machen. Mhm. Bitte unbedingt anschauen, internationalopenmagazine.org. Danke. Weil bei den Big Brother Awards hat es ja einen Preisträger gegeben für ein Spielzeug für Kinder, was auf Mattel bringt zum Weihnachtsgeschäft eine Barbie heraus, die auf Sprache der Kinder reagiert, sich merkt, was die Kinder ihnen erzählen und dann halt gegebenenfalls später auch wieder darauf zurückzukommen. Wahnsinn, die perfekte und Peinlichkeit. Ja, das funktioniert so, dass eben die Spracheingabe an den Server von Mattel geschickt wird, dort verarbeitet wird und die Eltern einmal in der Woche eine per Mail eine Zusammenfassung der Audiodateien ihrer Kinder bekommen, um zu wissen, worüber die Kleinen so geredet haben. Ist das was für Eltern müssen das sein? Ja, und da werden die kleinsten Kinder schon an die ständige Überwachung gewöhnt. Was nicht einmal mehr das Kinderzimmer in dem Sinn sicher ist vor der Überwachung. Ich kann nicht reden, weil ich habe keine Kinder, aber wie krank musst du, was für ein Verhältnis musst du zu deinen Kindern haben, dass denen eine Überwachungsprobe ins Haus sitzt? Mhm. Ja, und das ist ja, ich meine, dieser erste Teil, dass das auf die Server zu Mattel kommt, ist ja schon unheimlich genug. Aber das daran, also traurigerweise muss man sagen, aber solche Geschichten haben wir jetzt schon bei den Fernsehern oder bei Spielkonsolen schon öfters mitbekommen. Aber es gibt ja einen zweiten Mechanismus, dass nämlich die Eltern sich diese Audio-Files von Mattel holen können, runterladen können und sich das anhören können. Und ich finde, da beginnt das Ganze wirklich eine dystopische Geheimdienst. Lass mich raten, ich nehme an, Mattel darf mit den Audiofiles, darf die auch auswerten und dann Summe verkaufen oder so. Ja, Schlüsse zu ziehen über das Kaufkraft in dem Haushalt oder so. Also, das war wirklich der Kandidat, der mich am meisten geschockt hat. Ja. Das sind so Sachen, da kann ich auch nicht glauben, dass es zu diesem Produkt geht. Das ist irgendwie so, ich weiß, es ist ausgelatscht, aber NSE beispielsweise oder VW, es gibt mittlerweile nichts, was too big to fail ist. Es wird Zeug einfach gemacht und dass das bis zur Produktreife durchentwickelt wird, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, hat da keiner irgendwie mal aufgezeigt und hat gesagt, Moment, das könnte doch unheimlich sein, irgendwie. Und ihr glaubt, das war kein Versuchsballon, dass das halt Mattel irgendwie probiert hat, was geht? Also. Ja, du, wer schaut in Mattel rein irgendwie, aber selbst wenn, dann ist das ein Ding, ja. Aber da haben wir uns ja gesehen, das war letzten Sonntag, Big Brother Awards im Rabenhof-Theater. Und so wie jedes Jahr am 25. Oktober, am Tag, am Vorabend des Staatsfeiertages. Habt ihr den heiligen Franz mit seinem Infostand gesehen? Ja, natürlich. Infostand, ja? Ja, cool. Der war auch dort, ja. Ja, das ist ein Negativpreis, der an Organisationen und Behörden Stellen verliehen wird für eben besonders überwachende, datenschutzverletzende
Maßnahmen und Aktionen und Produkte und wird veranstaltet vom Verein Quintessenz, ein schon seit vielen Jahren netzpolitisch aktiver Verein. Ja, das ist sehr stark für den Schutz der Privatsphäre und eben in dem Datenschutz auch einsetzt. Ich muss dazu sagen, als Fashion Statement, es gibt extrem coole T-Shirts von Quintessenz, wo Big Brother Award, glaube ich, draufsteht und man sieht so einen österreichischen Bundesadler, der bei der Natur schon ein bisschen gerupft ausschaut, nur statt am Kopf hat er so eine riesige Kamera, der so runterspechelt. Das schaut sehr gut aus. Genau. Und was mich noch gefreut hat, ein netter Mit-Podcaster von uns wurde, hat nämlich nicht namentlich Erwähnung gefunden, aber wurde erwähnt, weil nämlich im Sektor Banken und Finanz, glaube ich, war das, wurde die NFC-Zwangsbeglückung beim Bankomatkarten erwähnt. Mhm. Und dort fand auch eine App-Erwähnung von einem Wiener Entwickler, wo eben über diesen NFC-Chip die letzten Transaktionen, die durchgeführt wurden, ausgelesen werden. Das war ja konnte schon das Thema, wo in der Straßenbahn NFC-Karten genau, aussieht. Das hatten wir ja damals, da hat er ja lang darüber berichtet und das hat mich halt auch noch persönlich besonders gefreut. Genau. Und moderiert hat das jemand, der sich Esel genannt hat und seinen echten Namen nicht hergezeigt hat, der ist eingesprungen für einen anderen Moderator. Da hatte ich am Anfang ein bisschen Sorge oder so, weil er in so einem Nerd-Anzug mit Maschern und so aufgetreten ist. Aber irgendwie hat er das Ganze dann doch mit viel Hintergrundwissen und so. Ich fand ihn dann gut. Ich fand das Ganze. Also es war keine flott. So Schauspielerin oder. Nein, der Esel ist ein Künstler in Wien, der durch diverse Kunstprojekte durchaus auch namhaft ist und bekannt in gewissen Bereichen. Also, ja, mich das hat mich echt erstaunt, weil ich am Anfang immer so ein bisschen skeptisch war und dann hat er aber so viel Hintergrundwissen und Kontext geboten zu den einzelnen Beiträgen und eigentlich sehr schlau eigentlich auch dazu kommentiert und das Ganze besprochen. Das war wirklich eine gute, flotte Veranstaltung. Ja. Ich hoffe, ich verwechsle jetzt nichts, aber ich habe einen Esel in meinem Newsfeed drinnen und der postet praktisch über jedes irgendwie künstlerische Event in Wien. Ist das dasselbe Esel.at? Ziemlich sicher, ziemlich sicher. Also er ist im Kunstsektor selbst unterwegs und ist da auf jeden Fall, ich glaube, er ist auch in der Electric Avenue im Museumsquartier anzutreffen. Aber sein Service ist praktisch das, wofür man sich früher den Falter hat kaufen müssen oder wissen willst, was in Wien los ist. Genau, und eine Überraschung hat es am Ende nämlich noch gegeben, da waren eigentlich schon alle Kandidaten irgendwie so nominiert und alles besprochen und dann ist noch überraschenderweise aufgetreten der Max Schrems Von Europe vs. Facebook. Genau, und der Regisseur, ich glaube, er heißt Werner Bothe, ich bin mir da aber nicht Werner Bothe. Oder Walter Bothe. Ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Plastik, Werner Bothe, ich habe das da, genau, mein Pocket lügt nicht hoffentlich. Und der Werner Bothe hat eben zusammen mit der Quintessenz angekündigt, es wird eine Dokumentation von ihm geben über das Thema Datenschutz, was schon mal sehr spannend ist. Und der Max Schrems hat ein bisschen eben über seine Klage und, gegen Facebook und den ganzen Verlauf gesprochen. Und das war, muss ich sagen, der Max Schrems hat mich auf seine Weise nämlich auch beeindruckt. Erst einmal irgendwie war er besonders ehrlich, weil er gleich von dem Herrn der Quintessenz gefragt wurde, ob er jetzt einen persönlichen Groll während dieser Zeit hatte gegen Facebook und so. Da hat er gemeint, na, wenn man das hätte, dann würde man wahnsinnig werden bei der Juristerei und wie lange das dauert. Er hat das einfach eigentlich auch ein bisschen wie ein Spiel gesehen. Er hat gemeint, das musste eigentlich durchgehen. Er wirft oben ein paar so seinen Input rein und schaut, was unten rauskommt. Und hat das Ganze recht gut beschrieben. Und was auch mir hängen geblieben ist und was ich auch einen ziemlich einen praktischen, realistischen Ansatz fand, dass jetzt ist es ja so, der Status jetzt, dass dieses Safe Harbor Abkommen gekippt ist. Ja? Und dann hat man natürlich gefragt, ob er jetzt glaubt, dass Safe Harbor 2 kommt oder so, das natürlich nicht. Er hat auch gesagt, dass jetzt während diesen Prozessen waren sehr viele Instanzen von der juristischen Seite, von Richtern her, die durchaus auch über die Materie Bescheid gewusst haben und auch konstruktiv mitgearbeitet haben und aufgedeckt haben, dass eigentlich dieses erste Abkommen ja
zwar legitim war, aber auf amerikanischer Seite niemals geprüft wurde, ob diese Voraussetzungen überhaupt gegeben waren und so. Und er meint, die realistischsten Auswirkungen, die es gibt von dieser... Ich glaube, er hat gemeint, dass es eigentlich nicht legitim war und dass es gar nicht so beschlossen hätte werden dürfen, dass die Berechtigung es dafür, es so zu beschließen, gar nicht gegeben war. Ja. Okay, dann war das so. Und den Punkt, den er aber gemacht hat, ist, was sind jetzt die Auswirkungen davon, dass es gekippt ist? Hat er gemeint, naja, viele Firmen, die in Amerika sitzen und Apps entwickeln, die aber auch in Europa gekauft werden, transferieren ihre Daten ja auf ihre eigenen Server. Und die sind jetzt in einer Rechtsunsicherheit. Und er meint, es könnte eine Chance geben, dass natürlich die Wirtschaft und die Technologieunternehmen dort jetzt Lobbyarbeit betreiben, sodass hier Rechtssicherheit geschaffen wird. Und das, ja, ich meine, einerseits vielleicht nicht so freudig, dass über diesen Weg Sachen erreicht werden, aber ich fand das eigentlich so ehrlich realistisch. Ja, genau. Ja, Werner Botte, um nochmal zurückzukommen, ist ein Dokumentarfilmer. Macht sehr gute Filme. Der bekannteste Film von ihm ist Plastic Planet, wo er eben über die Plastikverschmutzung und was da jetzt passiert, auch wie das auf die Umwelt einen Einfluss auf die persönliche, auf die Menschen in dem Sinn auch einen Einfluss haben. Also der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und empfehlenswert. Ich habe ihn vor einiger Zeit komplett auf YouTube gefunden. Also es gibt ihn irgendwie definitiv zum Sehen und er ist wirklich empfehlenswert. Und wem der Film was sagt, der wird sich sicher dementsprechend dann sicher auch auf diesen Datenschutz-Dokumentationsfilm von ihm freuen. Kannst du den Namen nochmal sagen von dem Film? Haben Sie den Titel genannt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Sie haben den konkreten Titel gar nicht so direkt genannt. Aber er kommt am 25. Dezember, 25. oder 26. Also nach Weihnachten kommt er bei uns dann in die Kinos. Wenn ich jetzt nicht total verwechsel von Werner Botte, das ist ein sehr schöner Film über Überbevölkerung, wo er diesem Mythos Überbevölkerung nachgeht. Stimmt, und mit sehr hübschen Szenen. Das war auch der zweite Film von ihm, der erwähnt worden ist. Der ist auch sehr, für einen Dokumentarfilm, gewissermaßen poetische Elemente drin. Also redet in Afrika mit Leuten, wo die Leute sind und warum da so viel Platz ist und so. Na, war auf jeden Fall. Also du warst begeistert von. Ja, wieder mal. Ja. Jetzt hätte ich schon zum dritten Mal. Ja. Das ist für mich eine. Zahlt sich aus. Und war freier Eintritt, oder? Ja. Ist und war es voll? Also hat man noch Platz gekriegt? Oder? Es war wie immer eigentlich gesteckt voll. Ja. Also wenn man hingehen will, sollte man auf jeden Fall im Vorhinein sich die Karten reservieren. Das geht ganz einfach bei einer E-Mail an die Quintessenz und damit ist es dementsprechend. Und hat Quintessenz dann wenigstens Spenden gesammelt oder haben die überhaupt nichts davon, dass sie das Event des Jahres ausrichten? Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Spendenkasse oder so dort gewesen wäre. Aber es ist auf jeden Fall ein Verein, der unterstützenswert ist. Ja. Um beim Thema der Dokumentarfilme zu bleiben. Ja, genau. Sehr gut. Überleitungsmeister heute. Ja, immer geschmeidiger wäre man. Ich habe genau darauf hingearbeitet. Wahnsinn, ja. Fünf Leute jetzt manipuliert, ne, dass du diesen einen Satz kriegst. Ich war vor eineinhalb Wochen im Kino und habe mir einen Film angeschaut, der auch ein Dokumentarfilm ist. Aus Kanada mit dem Film Transgender Parents von Rémi Huberdeau, der in Kanada gedreht worden ist. Ich war auch vorher beim Meet and Greet, wo ich mit dem Regisseur persönlich auch nochmal sprechen habe können. Gefühlsmäßig waren dort eigentlich nur Damen anwesend, die das Event, dieses Screening eben auch mitveranstaltet haben und ich war im Prinzip die einzige Person, die dort war, die nicht zu den Veranstaltern gehört hat. Deswegen war es für mich sehr angenehm, mit dem Regisseur auch
gut reden zu können. Oh, also eine sehr, sehr angenehme, sehr, sehr nette Person. Also auch sehr viel über den Hintergrund vom Film erfahren. Und der Titel Transgender Parents ist eben auch das Programm des Filmes. Es wird die Geschichte von 5 Eltern bzw. Elternpaaren gezeigt, die einen Transgender-Hintergrund haben und eben auch Kinder haben. Mhm. Teilweise, also es sind 2 Väter, die bei Geburt weiblich zugeordnet bekommen haben, die 2 Kinder, glaube ich, haben. Oder eines? Nein, ich glaube 2. Aber es sind eben 5 Geschichten von 5 Eltern bzw. Elternpaaren mit Transgender-Hintergrund, von denen 4 durchwegs relativ positiv sind. Eine ist eigentlich sehr, sehr negativ, wo nach der Transition von dieser Dame der Kontakt zu den Kindern irgendwie komplett abgebrochen ist und nicht, also komplett gestört und nicht mehr wirklich wiederherzustellen ist, nach wie vor nicht. Remy hat aber auch ganz klar gesagt, dieses Verhältnis von 4 positiven Geschichten zu einer negativen Geschichte, in der Realität ist es genau umgekehrt, es kommt ungefähr auf 4 negative Geschichten, nur eine positive Geschichte dabei heraus. Aber es war ihm ein Anliegen, da eben Perspektiven aufzuzeigen und Möglichkeiten, wie es funktionieren kann. Und zum anderen sind die Personen auch Personen gewesen, die selbst selbst aktiv in der Aufklärung arbeiten und von der Seite her auch schon zu einem gewissen Bereich in der Öffentlichkeit stehen. Es war ihm auch ganz wichtig, dass er solche Personen ausgewählt hat, die eben mit dem Feedback, das aufgrund des Filmes kommen kann und auch definitiv gekommen ist, auch umgehen kann. Also wenn das irgendwelche Personen sind, die nicht schon irgendwie aktivistisch unterwegs sind und nicht wissen, was das bedeutet, dementsprechend in der Öffentlichkeit zu stehen, das wollte er diesbezüglich niemandem antun. Der Film ist eben eine Dreiviertelstunde lang. Er hat Interviews mit den Personen geführt, die allerdings alle pro Personenpaar eben, oder Personengruppe alles an einem Tag gefilmt hat. Also er war mit den Leuten schon vorher länger zusammen und hat so ein Gefühl dafür bekommen und sich mit ihnen ausgetauscht. Hat auch gemeint, nachdem sich die Personen ihm öffnen haben müssen, hat er sich dementsprechend genauso öffnen müssen. Es sind sehr viele Fragen auch an ihn gekommen und an seinen Hintergrund. Er hat selber auch einen Transgender-Hintergrund. Deswegen ist ihm auch das Thema dementsprechend stark am Herzen gelegen. Der Film ist in Kanada auch über das National TV gelaufen, wird auch überall. Wird von zahllosen LGBT-Queer-Gruppen, Gruppierungen weltweit übersetzt mit Untertiteln versehen. Er ist eben auch hier in Wien im Screening mit deutschen Untertiteln, die am Tag bzw. Tag zuvor erst fertiggestellt worden sind, gelaufen. Deswegen hat es streckenweise dann Überlagerungen von den Untertiteln mit dem Text, der im Film zu sehen war, gegeben, aber es hat nicht wirklich einen Abbruch getan. Also ich kann den Film wirklich absolut allen Personen empfehlen, die sich fürs Thema irgendwie interessieren, die auch irgendwie Berührungsängste haben und teilweise nicht wissen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Es war nachher eben auch eine kurze Q&A-Session. Der Film wird demnächst nochmal gezeigt. Es gibt nämlich vom 13. bis zum 20. November das, Moment, jetzt muss ich kurz nachschauen, damit ich es jetzt nicht falsch sage.
Es gibt das International Queer Minorities Film Festival in Wien. Aha. Unter dem Titel Transition. Das findet eben vom 13. bis 20. November in Wien statt. Im Rahmen dieses Festivals wird der Film nochmal gezeigt. Da weiß ich allerdings noch nicht genau wann, weil das Programm dafür noch nicht feststeht. Aber da wird es auf jeden Fall demnächst wieder die Möglichkeit geben, sich den Film anzusehen. Das findet dann auch wieder im Top-Kino bzw. auch im Schikaneder-Kino statt. Ja, super, zwei gemütliche Kinos. Ist okay, schon gut. Ja. Also eine Empfehlung, Wahnsinn. Ja, und definitiv 100%. Aus welchen Ländern sind die Pärchen, die da interviewt worden sind? Sie sind alle aus Kanada. Also es ist aus dem Umfeld, aus dem Umfeld, größtenteils Toronto bzw. Umgebung. Spannend, also wenn man sich dafür interessiert, dann vielleicht. Also was mich zum Beispiel auch beeindruckt hat, ist ein Paar, wo eine Transfrau mit ihrer Freundin eben ein Kind gezeugt hat. Mhm. Und eine Information, die mir so nicht bewusst war, durch die Hormone ist es zum Beispiel auch Transfrauen möglich, Milch zu produzieren in der Brust. Und wenn es halt dementsprechend angeregt wird. Und es war zu einem Wow. Es ist möglich. Es ist möglich. Und zum anderen, dann gibt es halt auch diese Szene, wo das Baby dann eben bei ihr auch angelegt worden ist, was ich irgendwie sehr, sehr herzlich gefunden habe. Zuerst von der Mutter gestillt und dann halt bei der Mutter auch nochmal angelegt. Ja, klingt spannend. Also bei Transition Festival sollte man sich vorher dann noch das Programm anschauen und kann das dann anschauen im Schikaneder oder. Schickst du mir einen Link für die Shows? Okay. Ja, also das heißt International Queer Minorities Film Festival und die URL ist iqmf.at. Okay. Da fallen mir auch zwei Tipps dazu ein. Der eine war, wo ich darüber nachgedacht habe, warum ich Teile gewusst habe dessen, was du jetzt erzählt hast. Ich folge dir auf Twitter und das halte ich für eine gute Idee. Wer sich zu dem Thema ein bisschen informieren will, soll der Ronda auf Twitter folgen. Dein Handle ist? Lalobi. Ja, also das ist nicht so naheliegend bei Ronda, da muss man sich dann vielleicht schon ein bisschen suchen. Ja, also, aber wenn man in Österreich in Kasperl gesehen hat, kennt man die Lalobi zumindest. Nein, wirklich? Ja, aber ich kenne es auch nicht. Ich habe doch Kasperl geschaut, oder bin ich mir das gerade ein? Ich nicht. Okay. Aber Pezi kennt ihr. Pezi ja, gehört. Genau. Ja, und bei Pezi gibt es den Drachen Dagobert, genau, Puthi Puthi. Und der hat eine Tochter, die heißt Lalobi. Ah, kommt mein, das habe ich. Kommt dieser zweite eifriges Kasperltheater besuchen. Und der zweite Tipp ist Coraline Eder-Emke. Ich sage ja immer wieder, ich bin ein Ruby-Mensch. Sie ist auch ein Ruby-Mensch. Ich kenne sie schon, also amerikanische Ruby-Entwicklerin ist zu wenig gesagt. Mittlerweile ist sie viel mehr. Ich kenne sie aus Zeiten, als sie noch Cory Emke war. Da war er im Big Data Business ziemlich aktiv und hat prima Vorträge gehalten. Da habe ich ihn kennengelernt und schätzen gelernt, rein nur von der fachlichen Ruby-Seite. Und ich habe das in den letzten Jahren mitverfolgt, seine Transition zu Coraline Eder-Emke. Und ihr zu folgen ist nicht nur auf Twitter, sondern auch in diversen anderen Medien ist auch einiges wert. Sie kümmert sich ziemlich um das Thema Community und auch, weil du was Biologisches zuerst genannt hast, habe ich auch was sehr Spannendes Biologisches gelernt, dass man nämlich auch seine Stimme verändern kann durch Training. Das macht sie nämlich gerade relativ intensiv und ich folge ihrer Stimmentwicklung durch einen Podcast, bei dem sie wöchentlich auftritt. Und es ist fast wöchentlich zu merken, wie sich die Stimme ändern kann, wenn man nur daran trainiert. War auch sehr interessant zu lernen, weil das hätte ich nicht geglaubt, dass das geht. Ganz ohne Eingriffe, einfach nur durch Training der Stimme. Soweit ich verstanden habe, ist das durch Training. Wobei das ist nicht nur so, dass sie sich bemüht, sondern das ist halt auch mit einem Stimmtrainer. Also genau. Und lebt halt auch davon, dass tatsächlich Männer und Frauen die Stimme unterschiedlich verwenden
offensichtlich. Also zumindest an dem Beispiel kommt mir das schwer so vor, dass das durch das Training sich drastisch verändert. Es ändert sich nicht die Tonhöhe, ich weiß nicht, was sich genau ändert, aber es klingt sehr anders. Ja, mit dem Thema habe ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt. Der einzige Kniff, der mir bis jetzt untergekommen ist, ist, dass eine Stimme oft als männlich interpretiert wird, wenn sie am Ende des Satzes nach unten abschwingt und wenn man eher auf gleicher Stimmhöhe bleibt, beziehungsweise vielleicht auch leicht nach oben anhebt die Tonhöhe gegen Ende des Satzes, dann wird das häufig auch als weiblich interpretiert. Und das sind wirklich solche kleinen, diffizilen Unterschiede, die das ausmachen. Also es ist wirklich nicht notwendigerweise die Registerhöhe, sondern es gibt ja auch Frauen mit sehr, sehr tiefen Stimmen, biologische Frauen, und es gibt auch sehr viele Männer, die sehr hohe Stimmen haben und die aber trotzdem irgendwie vom Sprachbild her eben männlich wirken. Kannst du ein Beispiel geben? Also kannst du den selben Satz einmal sozusagen so und so sagen? Oder ist das, kannst du das nicht so gut? Da habe ich mich noch nicht so intensiv damit. Das heißt, weil ich verstehe zwar, was du sagst, aber ich glaube, erst wenn ich es hören würde, würde ich es kapieren. Wenn dich das interessiert, Ruby Rogues heißt der Podcast, hört dir eine der letzten 3-4 Folgen an und hört, geh 30 Folgen zurück und du merkst einen krassen Unterschied. Also es ist sehr interessant. Aber ich glaube, das Feedback werde ich an die Caroline weiterreichen. Sie ist Hast du Kontakt? Ja, sie ist in meinem Trans-Support-Slack mit drinnen, wo wir uns sehr intensiv austauschen. Das Feedback hat sie von mir direkt auch gekriegt, okay, dass sie mit dem Podcast sehr offen mit dem Thema umgeht, auch, was, glaube ich, auch sehr vernünftig ist. Ja, also es ist, wie ich damals in unserem Interview schon gesagt habe, es ist sehr, sehr wichtig, eben ganz offen eben auch die Leute, die es öffentlich leben, die Diversität muss auch öffentlich gemacht werden, um es halt nicht als irgendwas, was man zu verstecken hat, sondern eben um klarzulegen, das ist halt etwas, was es auch gibt. Punkt. Und von der Seite her ist es auch ganz wichtig, dass es Leute gibt, die die Kraft und auch den Support aufgrund von eben solchen Supportnetzwerken haben, die ganz offen eben mit dem Thema umgehen können, die sich die Kraft auf diverse Art und Weise holen. Das Einzige, was mir abgeht, sind die alten Big Data-Geschichten. Die waren gut. Jetzt steht bei ihr halt sehr das Thema im Vordergrund. Ich hätte noch was zum Thema Film. Ja. Film. Ja, wenn wir schon bei Film sind, bleiben wir bei Film. Also von Doku zu Fiktion. Ja, Fiktion, genau. Also ich war am 21.10.2015. Um 16.29 Uhr? Nein, leider nicht. Der Film hat um 18.30 Uhr begonnen. Viel zu spät. Ja, viel zu spät. Ich habe mir es in Originalsprache, also auf Englisch, angeschaut, obwohl ich es eigentlich auf Deutsch schauen wollte, aber das Deutsche war schon aus. Du hast es angeschaut? Das muss ich noch sagen. Back to the Future. In der Binge-Watch Edition, oder was? In der was? In der alle drei auf einen Schlag. Richtig, genau. Triple Feature. Ich komme gleich noch zu, was da eigentlich interessant ist. Ich habe wirklich nur noch erste Reihe rechts Platz bekommen. Es war nur noch ein Platz frei. Das ist natürlich die perfekte Optik auf den Riesen. Auf die Riesenleinwand. Ja, also es war überhaupt interessant. Es gibt ja am Anfang des ersten Films eine Dialogszene zwischen dem Vater und dem, ich kann mir so schlecht Namen merken. Dem Doc? Nein, wie heißt nochmal der? Biff, genau, danke. Biff und McFly, also dem Vater McFly. George, danke. Da kennt jemand den Film besser als ich. Warst du auch im Triple Feature? Ich war am Samstag bei einem Bekannten und wir haben es uns zu Hause angeschaut. Also nicht im Kino. Schon auf Kino, einer großen Leinwand, auf einer Schwarzleinwand, auf einem Black Screen. Jedenfalls der Effekt war, dass wir rechts unten saßen, war Biff, der auf der rechten Seite war,
viel, 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 viel größer als sein Vater, der ganz, ganz klein wirkte. Also es war wirklich schon fast wieder interessant, diesen Effekt zu sehen, durch diese Streckung, dass auf der rechten Seite Biff so gigantisch groß war. Das ist eine schiefe Optik. Ja, es war eine schiefe Optik. Zum Teil ist es nicht mehr aufgefallen, aber bei Personen besonders ist es aufgefallen. Also vorne im Kino rechts, oh Gott, nee. Aber wir wollten einen Film sehen und meine Freundin kannte die alle drei noch nicht und fand zum Schluss, ja, die Filme waren gut. Mhm. Zu den Filmen selbst. Sie haben für dieses Triple Feature, also das Triple Feature lief weltweit. Es war nicht nur in Wien ein Kino, sondern in sehr vielen Kinos weltweit lief der Film. Und sie haben extra dafür einen Vorspann gedreht. Für jeden einzelnen der drei Filme. Okay. Im ersten sieht man den DeLorean. Die Tür geht auf. Es ist ein weißes Labor drumherum. Und Doc McBrown spricht zum Publikum. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Es ist nämlich erstmal untergegangen, weil die Leute ein bisschen perplex waren. Moment mal, was? Fängt der Film jetzt schon an? Irgendwie kann ich mich ja an die Szene nicht erinnern. Also erstmal Stille im Kino, so langsam. Das war gerade die Werbung und jetzt kommt dieser Vorspann. Hat nur eine Minute oder so gedauert. Stille im Kino, ist es untergegangen, was er gesagt hat. Ja, kann man war schon sehr schwer sagen. Zu verstehen dann. Ja, verstehen war leicht. Ich kann mich nur nicht erinnern, weil irgendwie war das so ein perplex. Moment, was passiert jetzt gerade? Wieso? Der spricht zu uns, Doc Brown? Man konnte sehen, dass er älter ist. Meine Freundin, wer ist das? Dann war natürlich, das ist Doc Brown. Und ja, er spricht zu uns. Und ja, es war etwas seltsam. Dann kam der Film natürlich. Der erste Film, der als der beste bewertet wird. Ich mag ihn schon recht gerne. Es ist ein sehr guter Film. Ich werde jetzt auch nicht erzählen über die Geschichte. Das ist, glaube ich, den meisten bekannt, was da passiert. Und dann gab es eine Viertelstunde Pause. Nach der Viertelstunde Pause kam wieder so ein Vorspann. Nur diesmal ratet mal, was da vorkommt. Mal gucken, ob hier jemand drauf kommt. Der zweite Film, was kam davor in dem Vorspann? Ein DeLorean. Nein, es kam kein DeLorean vor. Ein Hologramm vom Weißen Hai. Ein Hoverboard. Ja, genau. Ein Hoverboard, da hätte man drauf kommen können. Ja, es kam so Werbung für ein Hoverboard. Es war wirklich cool. Es war nur leider nicht so toll gemacht. Es war so ein Hipster, Hip-Hopper, Amerikaner, der dann das Hoverboard so benutzt hat auf einem Häuserdach. Es war ein bisschen komisch und fährt damit auch ein bisschen, nicht so viel, weil es ist schon ziemlich aufwendig, sowas zu produzieren. Und das, ja, es war auch nicht von Mattel wie das Original. Es gibt ja diese ganze Schleichwerbung in Back to the Future, besonders im zweiten Teil. Es ging ja so weit, dass sie sogar Pepsi-Flaschen in der Form wie im Film produziert haben. Die gab es in Amerika sogar zu kaufen. Die Jacke nicht, aber die Schuhe zumindest. Ja, Mike. Stimmt, die Schuhe, die genau. Die selbstschmierenden Schuhe dann auch wirklich ausgebracht. Also Schleichwerbung hat man wirklich in diesem Fall nett noch involviert in dieses Feature. Mhm. Ja, also das Hoverboard, aber diesmal war es nicht von Mattel, es war von einem anderen Hersteller. Ach ja, stimmt. Ja, okay, erzählt gleich. ja, gerade hat es bei mir Klick gemacht. ja, der Film, der zweite war, ich mag den am liebsten, ehrlich gesagt. Ich auch. Ja, das ist so. Ist der mit der alternativen Zukunftsversion, ne? Wo der Biff so. Ja, genau. Und vor allem auch mit. Geschichte. Vor allem auch mit Szenen aus dem ersten Film, die nochmal überlagert sind mit denselben Schauspielern. Traumhaft. Das ist eigentlich das, was mich am zweiten Film am meisten fasziniert hat. Natürlich kann man, was schauspielerisch anbelangt, ist der erste viel, viel besser. Er hat auch eine bessere Story, aber dieser Effekt, wieder die ganzen Szenen aus dem ersten Film zu sehen, die wertet den ersten Film eigentlich eher auf, als dass der zweite Film gut ist. Und aber trotzdem, der zweite Film ist, mag ich viel lieber. Der dritte, vielleicht am Rande erzählt, der zweite und der dritte Film sollten ursprünglich ein und derselbe Film werden. Mhm. Das merkt man daran, im zweiten gibt es so viele Zeitwechsel, während im dritten ist es nur der Wilde Westen. Also daran kann man sehen, dass sie den dritten ziemlich lang gezogen haben. Ja, der zweite Film war zu Ende, Viertelstunde Pause und der nächste
Vorspann kam. Jetzt ratet mal, okay, jetzt ist es vielleicht nicht dritter Film, sondern wieder Bezug zum zweiten Film. Was kam diesmal vor? Sonst hätte ich da gesagt, der Zug. Der Zug. Nein, es war nicht deine Zugreise. Es war wieder Werbung, kann ich zumindest sagen. Nee, aber du kamst vorhin schon in die Richtung. Ja, die Schuhe von Nike. Die Jacke war es auch. Nee, die war es nicht. Ach, was hat denn da noch? Du hattest vorhin schon was in die Richtung beim zweiten Vorspann. Ach. Ja. Was war das bloß? Jaws 19. Ah, ja, natürlich, der weiße Hai. Der weiße Hai, genau, Teil 19. Sie haben es wirklich dann so gesagt, ja, Jaws war so ein Erfolg. Jaws 2, dann Jaws 3, dann Jaws versus Freddy Krüger. Ja, stimmt, den habe ich auch auf YouTube ein bisschen gesehen. Oder Jaws Twilight und solche Sachen. Und dann Jaws 19. Ja, es gab auch noch so Kleinigkeiten, Jaws allein zu Hause und so weiter. Und dann Jaws 19. Also anfangs ein bisschen langweilig und dann später, also das Publikum hat gelacht. Mhm. Ja, der dritte Film... Das ist der dritte, weil den habe ich nie gesehen. Oh, nicht? Nein. Da geht es im Wilden Westen. Ja. Und weil im zweiten Teil reist ja Doc Brown versehentlich in die Vergangenheit statt nach 1985. Er landet in 1885. Und er bekommt... und am Ende des zweiten Films kam das da schon vor? Ja, da war unser ja genau, er steht auf der Straße und bekommt einen Brief. Mhm. Genau, und in diesem Brief steht drin, dass er 1885 gelandet ist. Und er reist ihm nach. Ja, spoilern kann man den Film. Doch, hier kann man den Film spoilern. Ja, definitiv. Also die Trilogie ist an sich sehenswert. Der dritte Film, auch wenn er der schlechteste ist, ist immer noch besser als Twilight. Das weiß ich nicht wie. Dabei habe ich Twilight nicht gesehen. Genau. Besser als Harry Potter. Harry Potter haben wir keine Kommentarfunktion. Oh, jetzt habe ich mich unbeliebt gemacht. Besser als, was fällt einem noch so ein? Es gab doch kürzlich so kurz vor den Wien-Wahlen so ein bestimmtes Hashtag auf Twitter, besser als... Ja, genau. Ah, wirklich? Ich bin nicht auf Twitter. Das wird sich vielleicht... Ja, besser als die FÖ. Ja, also die Trilogie, es war ein Erlebnis an sich schon, weil das Kino war rappelvoll. Es war nur noch ein Platz frei und er war neben uns. Und neben mir an der Kinokasse stand sogar ein Mann, der wollte noch eine Kinokarte haben und meinte, ja, ist leider alles ausgebucht. Das waren nur 2 Sekunden nach mir. Anscheinend hat er noch irgendwo einen Platz gefunden und ein paar sind nicht gekommen. Dadurch war neben uns noch ein Platz frei. Also die... zur anderen Seite, zu unserer linken Seite, wir saßen ganz rechts, kam, glaube ich, auch fast eine Stunde später. Also die wollte eindeutig den Film unbedingt, also die Triple Feature unbedingt sehen und kam leider zu spät wegen der Arbeit wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber es kamen sehr viele zu spät. Das ist, die wollten einfach wohl den Film sehen, hatten die Karten gekauft und wussten, dass sie eigentlich den Anfang verpassen werden. Interessant. Ja, ich finde das schon interessant. Ja, wirklich interessant. Also das kann sich nicht langsam. Andererseits, nachdem es ums Datum gegangen ist und das Datum im zweiten Teil vorgekommen ist, war vielleicht in dem Zusammenhang der erste Teil nicht ganz so relevant. Sein, ja. Was war denn das Datum genau? Ich weiß es ja gar nicht. 21.10.2015. Also alle Kinos waren rappelvoll, das habe ich schon vorher geschaut. Mhm. Also es gab kein freies Kino mehr. Ja, absolut ikonische Filmreihe, oder? Michael J. Fox ist also das und das vielleicht noch das Geheimnis meines Erfolges, aber das definiert das. Damit bin ich auch, ich habe den ersten habe ich nicht im Kino gesehen, aber den zweiten, da hat es im 13. Bezirk hat's noch ein Kino gegeben, Wahnsinn, herrlich. Schönbrunner Kino, glaube ich, hat das geheißen. Ja, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat mich das sehr beeindruckt, das ist mir nämlich auch hängen geblieben, dass am Ende dieses Films wurde dann noch die Vorschau auf den dritten Teil gezeigt. Ja, richtig. Und das
da war ich baff. Das war für mich so irgendwie so, was? Haben Sie das schon gedreht? Haben Sie das schon wirklich gedreht? Und wie ist das und so? Ja, da war schon abgedreht. Ja, auch sehr cool. Also den dritten habe ich am schlechtesten im Gedächtnis, aber was nicht uncool ist, Sissi Top hat er ja am Soundtrack dazu gemacht. Und die hat man dann auch in dieser Voranzeige, kann ich mich erinnern, gesehen. Das kam natürlich irgendwie zu passen, weil die konnten ihre Choreografie mit den drehenden Trommeln und so. Ja, genau, richtig. hast du gut gemerkt, ja. Interessant fand ich auch, dass der kleine Junge neben dem Spielautomaten, der da stand, also es standen zwei Jungs dort, und der eine meinte ja dann zum Marty McFly in der Zukunft, was, damit spielen doch nur Babys, und der hatte da so ein Ballerspiel. Ja. Und der eine der beiden Jungen war Elijah Wood. Wirklich? Ja. Witzig. Im Nachhinein habe ich sogar den, ihn wiedererkannt und ich habe es im Abspann gelesen. Super, ja. Elijah Wood war da damals schon ein Filmstar. Der hat ja auch in einem Film von 1992 oder so mitgespielt, wo einer in eine Kryostasis dann steht und dann in den 90er Jahren erst wieder aufwacht. Da hat Elijah Wood auch schon als Kind genau, richtig, die zweite Hauptrolle. Für alle, die mit dem Namen jetzt nichts anfangen können, Elijah Wood war Frodo aus Herr der Ringe. Ah, wirklich? Die habe ich noch nicht gesehen. Doch. Ich kenne nur Elijah Wood aus, wer ist da? Ach, diese Comic-Verfilmung. Von Frank Miller, meinst ja, du? Genau. Sin City. Genau, Sin City. Fand ich auch einer seiner besten Rollen, aber wohl, kann man das noch werten, es war ja so entfremdet, irgendwie das Filmmaterial. Aber da war er gut, weil er mal ausgebrochen ist. Mhm. Ja, er hat ja auch mal so einen, ich glaube, da, ich weiß nicht, ob die jetzt noch läuft oder so, aber es gab eine Serie, die er jetzt einmal angestartet hat, eine witzige, wo er ein depressiver Typ ist und sich einbildet, einen Mann zu sehen, der im Hundekostüm ist, und der andere sehen ihn als normalen Hund. Und ist halt aber ist ein Remake von, glaube ich, einer australischen Serie. Ist das nicht dieses Ted oder nicht Ted? Nein, ich weiß. Ja, genau, aber ja, genau, Hunde, richtig. Ja. Als normalen Hund und einen. Also er sieht ihn als Mann in Hundekostüm und der ist auch immer ganz furchtbar, also ordinär und raucht Bong und solche ganzen, macht ganz schlimme Geschichten irgendwie. Und die anderen sehen ihn halt als Hund. Man könnte der Serie mal Chancen geben. Lustige Szenen sind immer, wenn der dann von Frauen so gedätschelt wird und so. Genau, der freut sich so. Genau. Sorry, ich muss euch ein bisschen zurückholen. Ja, die Uhrzeit nochmal erwähnen? Nein. Ach so, 16:29 die Bilder, die man im Internet üblicherweise so sieht, die zeigen die Uhrzeit 19:28 Uhr. Das ist allerdings nicht die Zeit, zu der er angekommen ist, sondern die Zeit, zu der er zurückgereist ist. Die Ankunftszeit sieht man nämlich im Film auch nicht so direkt, sie wird nur erwähnt. Deswegen sieht man auch die Screenshots. Sinnloses Wissen. Gut nerdet. Du kannst keinen Job haben, wenn du dir so viele Sachen merken kannst. Gibst du, ich habe nachgeschaut. Weil die Einladung von meinem Freund zum Triple Feature am Samstag zuerst mit der 19:28 Uhr dahergekommen ist. Und dann kam die Korrektur mit der anderen Zeit. Und ja. Tja, nur vom letzten Mal Shownote machen ist mir noch ein Übrigen. Stefan, hast du noch dieses, wie man eine Papier so schneidet, dass ganz was Tolles herauskommt? Ja, habe ich eigentlich auch noch. Ja, stimmt, genau, das ist noch übrig geblieben. Genau. Ich nur kurz, ich muss trotzdem noch mal einwerfen, wer nicht genug hat von den Zurück in die Zukunft teilen oder so, es gibt auch eine Comicserie, animierte, mit aber Real-Einspielungen von Doc Brown. Das könnte man mal eine Chance geben, weiß ich nicht. Es gibt auch einen Comic. Und es gibt auch einen Comic. Das ich habe tatsächlich ein einziges Heft mal geschenkt bekommen von einem Freund, der in Amerika war und hat mir das Comic geschenkt. Ich habe es nur wahrscheinlich nicht mehr, leider. Okay, also ein Comic, eine Comicserie und als letztes noch von Telltale, bevor sie nur so interaktive Filme gemacht haben, noch ein Adventure. So. Stimmt, genau, aber davon gibt es nur einen Teil, vom ersten Teil sogar nur ein bisschen, leider. Wäre noch interessant gewesen. Genau.
Aber jetzt, Steffen. Ja. Ja. Eine Woche haben wir darauf gewartet. Aber jetzt das Blumenschneiden. Das Blumenschneiden. Ich, im Nachhinein habe ich es eh fast bereut, weil ich habe dann im Internet auch recherchiert, ob ich den Vortrag irgendwo im Videoformat finde. Und angeblich wurde er aufgezeichnet, aber er wurde noch nicht publiziert. Jedenfalls, der Dame zu folgen auf Twitter ist, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Das ist die Amy Waibowo. Der Link ist in den letzten Shownotes schon drin. Ja. Der Vortrag selber hatte das Thema Fold Paper Scissors, an Exploration of Origami's Cut and Fold Problem. So wirklich ein bezaubernder Vortrag. Mhm. Sie hat für unsere Hörer, die Ronda tut jetzt wie verrückt eine Papierserviette falten. Yep. Und zwar war die Idee dahinter zu zeigen, dass man im Prinzip jedes Polygon durch einen einfachen Schnitt aus einem Blatt Papier, das geeignet gefaltet ist, erzeugen kann. Und ich habe es auch sehr clever von ihr gefunden, das habe ich in der Form eigentlich auch noch nicht gesehen. Sie hat zuerst vorgetragen mit Folien sozusagen, also mit Slides, wie man es gewohnt ist. Und immer wenn es dann interessanter, wenn es ums Schneiden anging oder ums Falten anging, hat sie einfach in ihrem Laptop die Webcam angeworfen und hat sich damit selber gefilmt. Das ist dann projiziert worden auf den per Beamer auf die Leinwand und das war auch unheimlich gut didaktisch gemacht. Also wenn man von der Frau was im Internet findet, das ist es auf jeden Fall wert, sich anzuschauen. Hat mich ziemlich beeindruckt. Mhm. Das kommt mir vom Thematischen her sehr Déjà-vu-mäßig fast vor. Ich war letztes Jahr, seit 3 Jahren gibt es ja im Rahmen der, also an der TU Wien, die sogenannten Vienna Gödel Lectures, okay, wo es jedes Jahr irgendeine Person gibt, die sich im IT bzw. im Computersbereich irgendwie besonders verdient gemacht hat, einladen, einen Vortrag zu halten. Und da war letztes Jahr der Eric Demain als Vortragender da. Der Vortrag hat, glaube ich, geheißen Algorithmen, Skulpturen und Origami oder irgendwie so in der Richtung, wo er eben auch unter anderem eben darüber geredet hat, dass sein Vater, der eben irgendwie Künstler mit Skulpturen arbeitet und er, der jüngste Professor am MIT war, mit 20 Jahren hat er dort schon unterrichtet, eben im Informatiksektor und sich ganz intensiv mit Algorithmen auseinandersetzt, wo sie da eine Art Symbiose gefunden haben, wo der Vater Skulpturen entwickelt, der Sohn probiert es dann irgendwie mit Algorithmen nachzustellen und aus diesen virtuellen Skulpturen werden dann wieder reale Skulpturen erstellt. Und da hat er eben auch sehr viel in Richtung Origami und auch Papierschnittprogramme und in der Richtung und Falttechniken und Programme, wo man mehr oder weniger dann ein 3D-Modell einwirft und es druckt dann einem mehr oder weniger die Faltanleitung dafür aus und ähnliche Sachen vorgestellt. Das war ein sehr, sehr interessanter Vortrag. Der ist auf YouTube dementsprechend auch noch nachzusehen. Also alle Vorträge, die im Rahmen dieser Vienna Gödel Lectures da abgehalten werden, die kann man auf YouTube nachschauen. Ja, interessante Domäne, dieses Papierfalten und Origami. Und um das nicht zu einer Tradition werden zu lassen, dass ich irgendwas ankündige und dann nicht darüber spreche, am Anfang habe ich was ganz anderes angekündigt. Warum hast du jetzt selber gefaltet und geschnitten? Nein, habe ich nicht, ich habe nur zugeschaut. Mhm. Aber es war sehr gut. Muss das Papier Voraussetzungen haben? Muss das quadratisch sein oder kannst du jedes Papier falten? Solange nur die Form drauf passt, die man drauf gezeichnet hat. Und das ist dann eben ein Algorithmus, nachdem man Linien zeichnet und nach diesen Linien dann faltet, um am Schluss dann wirklich mit einem Schnitt das Polygon ausschneiden zu können. Also es steckt ein mathematisches Theorem dahinter, dass das eben geht. Und sie hat das eben in der Praxis gezeigt, indem sie sich zuerst ein Ruby-Programm geschrieben hat, um diese richtige Form zu ermitteln und dann anhand dessen, was sie da mit Ruby sich grafisch darstellen hat lassen, hat sie es dann ausgeschnitten und uns bewiesen, dass das auch mit dem Ruby-Diamanten funktioniert. Oder Ruby-Stein funktioniert. Gerade eine Live-Demonstration von Origami, allerdings mit einer Serviette, die schon vorher gefaltet war. Ah nee, das ist
Ah, Entschuldigung, das ist wirklich Origami. Das ist einzeln gefaltet. Cool. Ich hatte auch mal eine Origami-Phase, bis ich meine Origami-Bücher in der Straßenbahn liegen habe lassen. Aber ich wollte, also die Seerose habe ich nie geschafft, aber ich habe immer so diese Papierkraniche, die habe ich gerne gefaltet. Ich hatte auch damals auch eine John Woo-Phase und diese ganzen Profikiller während ihren, also nach ihren Gemetzeln haben dann immer so Papierkraniche gefaltet. Das war so ein John Woo-Ding irgendwie. Deswegen, ja, Origami ist super. Ja, fasziniert mich schon längere Zeit immer wieder, also seit mehreren Jahren. Und über YouTube oder sonstige Kanäle findet man da sehr, sehr viele nette Faltanleitungen. Und nachdem nächstes Wochenende ja Halloween ist, hat mir meine Partnerin jetzt eine Faltanleitung geschickt zu einem gefalteten Herz mit Fledermausflügeln dran. Yeah. Habe ich gestern gefalten. Es schaut recht gut aus. Also es wirkt wirklich, also es ist nicht nur zweidimensional, also auch etwas plastisch und funktioniert sehr gut. Also ein Tipp für Halloween. Hoffentlich kommt das auch in die Shownotes. Gerne. Und auch in die Shownotes rein noch ein letzter Tipp zu dem Thema Falten. Das ist auch ein herrliches Video. Das nennt sich Hexaflexagon. Wer danach googelt, wird das sofort finden. Erstellt worden von einer jungen Dame im Rahmen der Khan Academy. Das ist auch ein Tipp, den man, glaube ich, schon hier genannt wurde. Auch eine herrliche Geschichte. So, aber... Was ist jetzt das Hexaflexagon? Das ist eine sehr nette auch eine sehr nette Faltgeschichte, wo man seinen eigenen Augen dann nicht traut, was man mit Papier machen kann. Cool. Oh, steckt da wieder Mathematikermenge dahinter, aber das ist eben das Hübsche, dass auf die Art und Weise Mathematik vermittelt werden kann, auf eine sehr intuitive Art und Weise, weil es wirklich durch geometrische Objekte oder physische geometrische Objekte veranschaulicht wird. Du hast vorher gesagt, du möchtest es nicht zur Tradition werden lassen, was ankündigen, was du dann nicht genau, hast. Genau, das war die E-Challenge. Ich hätte ja sogar eine Überleitung zuerst gehabt. Ihr hättet gesagt, ihr sollt euch nicht auf Autos oder Filme von Autos, die gar nicht wirklich in der Form existieren, konzentrieren, sondern aber lieber um Autos kümmern, die es in der Realwelt gibt. Ich bin ein leidenschaftlicher Formel-1-Schauer und zwar nicht, weil mich die Ergebnisse interessieren, sondern weil ich super dabei einschlafen kann bei den Geräuschen. So wie Schäfchenzähler. Ja, es funktioniert bei mir ganz toll. Und ich war daher noch nie bei einem realen Autorennen, weil es mir viel zu laut ist und weil es unheimlich stinkt sowas. Also das ist wirklich nicht meines. Aber meine Freundin hat mich gebeten, doch mitzukommen zu einem Autorennen, das dieses Wochenende stattgefunden hat. Und zwar vom 24. bis 26. Oktober war die Vienna E-Challenge. Und zwar hat die stattgefunden in Wien, mitten in der Stadt, im Resselpark. Ich habe da ein Prospekt mit, könnt ihr reinschauen. Und zwar ist das von vielen technischen Unis, die da mitgemacht haben. Es gibt eine ganze Menge technische Unis und auch andere Organisationen, die Elektrorennwagen bauen mit einem gewissen Reglement. Und diese Elektrorennautos haben da diverse Aufgaben zu erfüllen gehabt. Also wir haben uns angeschaut am Montag die Endurance Challenge. Das war 25 Runden am Resselpark rund um den Brunnen mit einigen Kurven. Die sind dort um die Wette gehetzt. Dann war 5 Minuten Zeit, um Fahrerwechsel zu machen. Dann noch einmal 25 Runden. Und das war ziemlich spektakulär. Also da gibt es den Plan dazu. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht und ein paar Filme dazu aufgenommen, wo die mit quietschenden Reifen da um die Ecken gesaust sind. Kaum Motorengeräusch zu hören. Also es klingt so, wie man vielleicht von früher kennt, die ferngesteuerten Elektroautos. Also dieses hohe, surrende Geräusch, aber nicht schlimm laut. Und dazu aber schon furchtbares Reifenquietschen, weil die haben es ganz schön krachen lassen dort um die Ecken. Also diese fahren so in 3,5 Sekunden sind es auf Tempo 100. Also da geht ganz schön was weiter. Optisch schauen die Dinger ein bisschen aus wie Go-Karts, wobei uns der Stadionsprecher gleich zurechtgewiesen hat, man darf ja nicht Go-Karts dazu sagen. Das sind echte Rennautos, ganz anders technologisch aufgebaut. Und sie schauen auch teilweise so ein bisschen wie kleinskalierte Rennautos aus. Und was sehr nett war, war die Boxengasse.
Die waren nämlich im Brechtelsaal von der TU. Also die haben den ganzen Saal ausgeräumt. Und da war dann sozusagen eine Box nach der anderen. Und immer, es war immer nur ein Team gleichzeitig auf der Strecke. Also die sind nicht gegeneinander gleichzeitig gefahren, sondern gegen die Uhr gefahren. Mhm. Und alle anderen waren halt im Brechtelsaal und haben gerade irgendwas geschraubt oder gebastelt oder hingebogen noch, wenn es irgendwann irgendwas kaputt gegangen ist. Und man hat da wirklich mitten durchgehen können. Und das war sehr nett, die aus der Nähe sich anzuschauen. Ja. Und findet jedes Jahr statt, also sollte auch nächstes Jahr wieder stattfinden, findet auch in einigen anderen Städten statt. Also das ist nicht nur eine Wiener Geschichte, sondern das ist an einigen Standorten in Europa. Also relativ viele deutsche Universitäten haben da teilgenommen. Und es war ein Mordsgaudi. Und nach den Elektromotoren sind auch kein Gestank. Das klingt nach einer spaßigen Angelegenheit. Ja. Besonders glaube ich, bei Boxen wäre ich gerne durchgewandert. Ja, das war sehr, sehr lustig. Aber der Brechtelsaal, der ist ja im Gebäude drin. Im Gebäude drin, ja, wenn man reingeht, links. Ja, aber wie Boxengasse ist normalerweise direkt an der Strecke, dass ja, das, die Autos hinfahren können, Reifen tauschen und gleich wieder weiterfahren. Die sind dorthin geschoben worden und die sind dann dort aufgebockt worden. Also das hat dann die Stiegen hoch. Nein, es ist nur, ich glaube, 2 Stufen, das ist nicht so tragisch. Okay. Gleich links, wenn man reingeht, wo früher die Inskriptionsstelle war, das ist dort in dem langen, großen Saal dort war es. Und da war richtig so wie mit Werkstätten und so weiter aufgebaut und man hat durchgehen können in der Mitte. Hat viel Spaß gemacht und eben zu schauen, wie die halt gefiebert haben, dass sie noch geschwind was reparieren, was gerade vorher in der letzten Runde noch kaputt gegangen ist. Und das Einzige, was ein bisschen traurig war, war echt wenig Zuschauer. Also es hat viel Spaß gemacht, dazu zu schauen, aber sehr wenig Zuschauer. Ja, ich wäre gerne hingegangen, hätte ich was von gewusst. Ja. Ja. Also das ist etwas, was mich definitiv interessiert hätte. Mhm. Ja, das also ist nur leider schon vorbei. Jahr, ist schon für dieses Jahr vorbei. Und nächstes Jahr findet das wieder statt? Wurde gesagt, findet jährlich statt, ja. Und das am Ende vom Oktober. Die TU hat auch ein eigenes Rennteam. Ja, das habe ich. Die machen auch immer wieder mal Veranstaltungen in Wien, wo man sich das Auto anschauen kann, wo es Vorträge halten über Elektromobilität und so weiter. Also ja, gut, das sind nämlich so Veranstaltungen, wo sich die Unis nämlich dann bewerben mit eigenen Teams. Ja. Das ist was Positives. Das erinnert mich an die Robo-WM, an dieses Fußballturnier, was es ja auch gibt. Na gut. Es sind teilweise ja ziemlich große Teams. Also es ist, wenn man sich da auf die Mannschaftsfotos sich anschaut, hat man so 30-Mann-Teams, die da offensichtlich recht ernsthaft dran arbeiten. Und die Flitzer, die fahren auch schon ganz schön flott. Also das sind wirklich Rennautos. Das ist in diesem Fall eine Universität, eine norwegische Universität of Science and Technology. Die haben ein schönes Foto abgebildet, alle in schwarz. Das Auto ist schwarz. Und das ist das böse sind Team, das weiß ich aus den 80er über 30 Personen drauf abgebildet. Alles nicht besonders alte Personen, also definitiv die meisten unter 30. Und der Rennfahrer sitzt in seinem Auto mit einer Sonnenbrille auf. Das muss das sein anscheinend. Ja, zum interessant vielleicht, 175 Kilogramm wiegt dieses Auto und schafft es von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Boah. Ja. Die anderen Autos bewegen sich ungefähr ähnlich, jedes Mal ein schwereres. Wir werden einfach das verlinken, das hilft. Ja, sehr interessant. Da will ich das nächstes Jahr auf jeden Fall hingehen. Zum Thema Dinge am Anfang des Podcasts ankündigen und dann nicht drüber erzählen. Ja, jetzt kommen noch. Ich wollte es noch fertig machen aus gegebenem Anlass. Ich bin von YouTube getrollt worden. Genau. Nämlich, ich bastel gerade am International Open Magazine und habe da eben schon eine schöne Website und da habe ich gedacht, ich brauche auch einen schönen eigenen YouTube-Kanal und lege mir einen eigenen YouTube-Kanal an. Und dort wollte ich dann die 3 bisher englischen Biertaucherfolgen mit dem Derek sozusagen, die gibt es ja auch als YouTube, wollte ich hintun. Allerdings habe ich das Bild ausgetauscht. Also die YouTube-Folgen vom Podcast haben immer ein Standbild. Das generiert uns Auphonic bisher. Das ist einfach ein Logo. Und die habe ich dann halt durch ein anderes Standbild ersetzt und das wieder aufgeladen. Dann habe ich mich vorher sogar erkundigt, wie geht das? Also kann man das ein und dasselbe YouTube-Video auf verschiedenen Kanälen uploaden? Und die Antwort war, nein, das geht so nicht, sondern man muss das Video downloaden und dann wieder hinaufladen. Aber, und das hat mir dann irgend so ein YouTube-Typ gesagt sozusagen, also nicht ein offizieller Typ, sondern irgendein User mit zweifelhafter Glaubwürdigkeit hat gemeint, ja, damit man dann keine
Community Strike Verletzung kriegt, wegen Verstoß gegen die YouTube-Nutzerbedingungen, soll man möglichst die Zeit ändern oder die Grafik austauschen oder am besten beides. Und ich habe dann gedacht, na, wer weiß, was, wovon der, wo der sich auskennt und so. Und ich habe halt im Wesentlichen nur das Grafikbild ausgetauscht. Also selber Soundtrack, nur anderes Standbild. Und das dann wieder hinaufgeladen. Und bei 3 Videos ist Folgendes passiert. Ein Video hat anstandslos funktioniert, wahrscheinlich, weil ich aus Versehen einen Millimeter die Maus bewegt habe, wie ich dieses Grafikbild in dem Videoeditor eingefügt habe und dadurch minimal die Zeitlänge geändert habe. Das ist meine Vermutung. Und beim zweiten Mal ist Folgendes passiert. Das hat sich hinaufgeladen. Und kurze Zeit später kam eine E-Mail von YouTube, dass ich eine Community-Strike-Verletzung habe und gegen die Community-Regeln von YouTube verstoßen habe. Da sagt aber nicht genau, was jetzt nicht stimmt. Ich habe dann vermutet, ist es, weil der Dennis über Hitler geredet hat, über diesen Film Hitler is back, oder ist es sonst irgendwas? Haben wir was Falsches gesagt? Aber ich habe halt vermutet, naja, es wird sein, dass da irgendein Algorithmus entdeckt hat, dass genau der gleiche Soundtrack ist wie von Biertaucher Podcast 226. Dass da eine Überschneidung zu einem anderen File, was schon auf YouTube ist. Ja, nur vom Audio, ja. Und dass das halt, ja. Wobei man sagen muss, beide Accounts, also sowohl der International Open Podcast als auch Biertaucher Podcast, sind an meine E-Mail-Adresse gekoppelt. Also das ist sehr leicht ersichtlich. Ja, wie auch immer. Na, auf jeden Fall, ich habe mich dann schlau gemacht, aha, was tut man, wenn man eine Community-Strike-Warnung hat, weil das ist nämlich sehr harsch im Tonfall, da steht einmal, dass die jetzt 6 Monate aufrecht bleibt. Und man hat die Möglichkeit, einmal dagegen zu berufen, in einem sehr kurzen Textfeld, in das gefühlt nur, so wie beim Twitter, so 255 Zeichen reinpassen. Komplizierter darf deine Berufung nicht sein. Und 40. Oder 40? 140, ja. So in der Art. Und das Schöne ist, wenn du dann einmal berufen hast, verwirkst du dein Berufungsrecht für 60 Tage. Du merkst also einfach, du bist bei YouTube nicht der Kunde, du bist das Produkt. Ne? Also du hast eigentlich nichts zu melden. Und dann habe ich da halt brav versucht reinzuschreiben, ja, mir gehört der Biertaucher-Podcast und so, und das ist keine Copyright-Verletzung und bla bla, habe nur Grafik ausgetauscht. Ja, ja. Und dann ist tatsächlich 2 Tage später ist dann eine E-Mail gekommen von YouTube. Also sie haben da jetzt noch einmal drüber nachgedacht und haben mir die Community Strike wieder zurückgenommen, weil das doch keine Verletzung war und mein YouTube-Video ist jetzt online. Und ich so, hurra! Und weil während mein Community Strike wurden auch meine YouTube-Rechte und Privilegien reduziert zum Unter-User. Und Unter-User dürfen keine großen Files raufladen mit einem Gigabyte, sondern nur so Bimpel-Videos wie damals, ne, in den 90er Jahren oder so. Und jetzt konnte ich den Open International Podcast 001 nicht raufladen. Also der war raufgeladen, aber wurde nicht veröffentlicht, weil Video too big. Und kaum war dieser Community Strike weg, habe ich draufgeklickt, bitte publish, und der war auch online. Also alle meine 3 Videos waren jetzt online. Habe ich mich noch klar ausgedrückt? Mhm, ja. Also Community Strike war weg und alle 3 International Podcast Videos, nämlich Biertaucher 219, 226 und 227, waren online, also mit den neuen schönen Bildern für International Open Podcast. Und ich habe mich gefreut und habe mir gedacht, juhu, und habe das auch zu Hause rum erzählt und war so ganz happy. Und meine Freundin und der Derek, der gerade zu Gast war, so gezwungen, sich mit mir zu freuen und Wein zu trinken und so. Na. Und morgen, Tag danach, gehe ich runter und mache die Computer auf und lese meine E-Mails. Und da steht, your YouTube-Account is removed. und Riesen, also repeated offenses against community Schweiz. Wegen diesem, warum? Wegen dem neuen Video, also wegen dem dritten, der vorher zu groß war, der war jetzt dann auch anscheinend, hat auch gegen irgendwelche Community-Sachen verstoßen. Wahrscheinlich sind es draufgekommen, dass der auch vom Audio technisch identisch ist mit einem Biertaucher. Und dann haben wir gedacht, ah ja, das ist jetzt auch unangenehm, vor allem da alle meine Geschäftsmails auch mit Gmail zusammenhängen. Also YouTube verlieren stört mich nicht so, aber wenn es mal jetzt einen Gmail-Account abdreht hätten, wäre das extrem unangenehm gewesen für mich. Und dann haben wir gedacht, aha, ja, was mache ich jetzt? Kann man dagegen berufen? Und dann habe ich auch, glaube ich, nicht einmal ein Berufungsformular gefunden. Also es gab dann
weil es gab ein Formular und da stand aber, ich kann nicht mehr auf meinen Google-Service zugreifen, was dann aber nicht gestimmt hat, weil, und jetzt kommt's, mein Account war noch benutzbar und die Videos sind zum Zeitpunkt, jetzt ist Dienstag, 20 Uhr, sind immer noch aufrufbar. Also obwohl mein Account angeblich removed wurde, existiert er noch und die Videos funktionieren immer noch. Und deshalb habe ich mich bis jetzt auch nicht beschwert, sondern lebe so als halb illegaler YouTube-Inhaber. YouTube-Zombie. Das ist aber doch das Zeichen, dass man eben diese Verknüpfung von den ganzen Services in einem Provider eigentlich sollte einem doch zu danken geben und dann nicht unbedingt vielleicht auch noch Google Groups oder sonstige Sachen zusätzlich nochmal nachschieben. Ja, ich habe mir das auch schon überlegt. Ich war ja auch schon in der Zeit von, wann war das? Also am Feiertag. Also ich war so eine Nacht lang extrem Google-skeptisch, aber wie ich dann wieder... wie das 3G removed war, ich bin dann zum kompletten Google-Fanboy geworden und danach wollte ich schon wieder skeptisch werden, aber dass das eh nicht so ernst gemeint haben mit dieser E-Mail, da ich eh noch funktioniere, bin ich jetzt so im Limbo. Aber ich meine, was man schon halt wirklich merkt, ist, dass man nichts zu sagen hat gegen so einen Konzern als User, weil du als User zahlst nichts, du hast keinerlei Vertrag mit denen, die können einfach nach Gutdünken da deine Service, von denen du ja doch irgendwie versuchst, was aufzubauen, abdrehen oder umdeuten oder Regeln ändern oder sich nicht auskennen. Und meine Interpretation bisher ist halt, dass irgendein Computerprogramm diese E-Mails geschrieben hat und irgendein Mensch hinterher dann so halt druckt hat, na, passt eh, aber sich halt nicht die Mühe gemacht hat, eine E-Mail hinterher schieben, dass die vorigen E-Mails gegenstandslos sind. So ist das halt, wenn man keine Rechtsposition hat, jemand anderem gegenüber. Als Geschäftspartner von YouTube hat man aber genau dieselben Probleme. Drei Strikes und weg. Als Geschäftspartner, meinst du als Kunde von Google AdSense? Oder? Ja, wenn man ein Geschäftskonto oder wie man das nennt bei YouTube hat. Also ein besseres. Das, wo man sogar Geld bekommt dafür, dass man die YouTube-Videos hochlädt und die Werbung, die man die Dann bist du ja noch weniger Kunde, dann bist du ja... Das bekommen nur die, die wirklich YouTube-Partner sind. Ich meine, da gibt ja dir YouTube Geld. Das ist ja noch schlimmer als ich. Ich koste denen nur Bandweite. Du kostest denen dann Geld. Ja, sogar nur 70% oder sowas von dem, was YouTube, Google an diesem Video einnimmt. Also Google blendet davor Werbung ein, du gibst dann okay dazu, dass sie es dürfen und die Einnahmen teilen sie dann mit dir. Ganz gnädig. So viel zum Case rested. Zum Thema Google oder zum Thema, wie du sagst, sich einem Service Provider ausliefern. Am besten für jedes Video einen eigenen Account verwenden. Wenn einer gesperrt ist, das war auch irgendwie bei mir damals irgendwie so der Gedanke, was ich im Mobilfunkbereich bei uns so angenehm finde, dass man die Rufnummer inzwischen mitnehmen kann. Ja. Dass man da wirklich auch providerunabhängig ist. Und warum ich auch ganz bewusst meine eigene E-Mail-Domain verwende. Ich verstehe viele Firmen nicht, die auf ihrer ein Produkt anpreisen, irgendwas verkaufen wollen und dann steht dort eine Cello-Mail-Adresse. Oder Gmix oder Aon. Ja, aber sie leisten sich trotzdem ihre eigene Webpräsenz. Damit haben sie schon eine eigene Domain. Sie verwenden trotzdem nicht die eigene Domain für die E-Mail-Adresse. Mhm. Das ist das, was bei mir im Kopf irgendwie nicht eingeht. Warum ich eine eigene Webseite habe, aber dann nicht meine Domain auch für die E-Mails verwende. Weil mit der Webseite kann ich dann problemlos umziehen, aber die E-Mail-Adresse bin ich dann trotzdem an den Provider gebunden. Ich vermute jetzt ganz stark, dass die meisten Leute eine E-Mail-Adresse haben, bevor sie eine Homepage haben. Ja. Weil sie irgendwann sich selbstständig machen und dann wollen sie halt vielleicht nicht unbedingt die E-Mail-Adresse wechseln oder trauen sich nicht zu, den Forward einzurichten oder was auch immer. Wir wissen nicht, wie lange ihr Business gut geht. Sie haben einfach keine Ahnung. Sie haben eine E-Mail, sie haben einen DSL-Vertrag abgeschlossen. Wow, ich bekomme dazu noch eine E-Mail-Adresse oder sogar 10 E-Mail-Adressen mit insgesamt 10 MB Speicher. Boah, das ist für die toll eigentlich. Das sind 2 Urlaubsfotos. Ja, das habe ich jetzt nicht hinzugefügt. Das ist für die, die es verstanden haben, witzig. Also wer es nicht verstanden hat, der weiß... ich empfehle mal, den E-Mail-Provider zu wechseln.
Ja, ich glaube auch, dass das E-Mail-Setup einfach die Leute schon überfordert. Da brauchen sie dann jemanden an der Hand. Und dann ist es ja eh auch kein Indiz. Sie machen dann ein Forwarding. Ah, ja, der kommt auf ihr Gmail. Ja. Was ist dann eine Kosmetik. Was man weiß halt, so jemand muss halt auch. Ne? Wirklich, genau. Also. Womit wir wieder den Kreis zurück zu den Big Brother Awards finden, wo es einen Provider gibt, der dafür nominiert worden ist, dass in seinen Anleitungen gestanden ist, dass E-Mails nur unverschlüsselt abzuholen sind. Sehr gut. Wer war das? Cello. Ja. Yeah. Die haben in ihren Anleitungen im Jahre 2 nach Snowden drinnen stehen, dass die E-Mails, dass man auf jeden Fall abhacken soll, dass man nicht verschlüsselt übertragt. Und es soll sogar jemand nachgeprüft haben und es dürfte sogar tatsächlich nicht per SSL oder verschlüsselt irgendwie möglich sein, die E-Mails von dort abzuholen. Ja. Ja, die haben mich ja auch geärgert. Habt ihr das mitbekommen bei UPC mit den Free WLAN, was sie jetzt eine große Aktion einführen? Es ist so, dass UPC ein allgemeines WLAN-Netz aufbaut. Und das machen sie so, dass sie dein Modem benutzen und auf deinem Modem ein eigenes, Set von deinem Heim-WLAN, separiertes WLAN einbauen, auf dem sich alle... So ein Mesh von Modem zu Modem? Es ist kein Mesh, weil du kannst dich dann halt nur auf diesen Access Point einrichten. Und vielleicht ist es Mesh. So weit kenne ich mich nicht aus. Ja, bei das, also so viel war auch nicht herauszulesen. Ja. Aber auf jeden Fall... das, was mich frappiert hat dabei, ich habe gelesen, okay, du kannst dich dann für diesen Service anmelden, aber so prinzipiell ist dein Router, ist das nicht Opt-in, so dass du dieses aktivierst, sondern Opt-out. Das heißt, wenn du gar nichts unternimmst, dann wird einfach ein zweites WLAN auf deinem Router aktiv geschaltet, auf dem sich eben alle anderen UPC-Kunden, die da bei dir vorbeilatschen, einloggen können, damit die... Also wenn du dich dafür anmelden könntest, hättest du den Vorteil, dass du halt vielleicht dort überall, wo UPC-Router rumstehen, du WLAN hast, das du gratis benutzen kannst. Und ja, ich habe da auch eigentlich, ich habe das gelesen und dann hat sich einfach schon so automatisch, dadurch, dass das automatisch auf meinem Router freigeschaltet wird, so Widerstand irgendwie geregt. Und dann haben sie mir so eine E-Mail geschrieben, mit einem Link drauf, mit so, naja, aber wenn sie das nicht wollen, dann klicken sie auf den Link irgendwie und dann können sie das dort deaktivieren. Ja? Und dann hatte ich irgendwie so einen total bizarren E-Mail-Briefwechsel, weil ich habe auf den Link geklickt, dann habe ich erst einmal mein Login, das ist eben diese UPC-Kundennummer und das muss ich irgendwie raussuchen oder so, habe ich dann aber geschafft und dann kommt man irgendwie auf diese Seite und man kann auch dieses Free WLAN als Punkt anwählen, aber man sieht nirgendwo irgendwo eine Option zum Deaktivieren. Ja? Und dann schreibe ich, ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Und ich wusste aber, also das war noch bevor diese Aktion ist, glaube ich, am 1. Oktober freigeschalten worden. Ich wusste nicht, ob das vielleicht dieser Deaktivierungslink erst mit anlaufender Aktion freigeschalten ist. Und ich habe das halt so geschrieben mit so, na, ich sehe es nicht und wie ist das und so. Und nach so einem Hin und Her, wo sich beide Seiten wenig verstanden haben, hat sie gesagt, na, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe es dem technischen Support weitergeleitet, Sie sind automatisch deaktiviert. Ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen. Psychologische Verarschung. Ja, also darauf kann ich mich nicht irgendwie die Leute, die schnell aufgeben, die bleiben verlassen halt drin. Und so, ja. Wie klingt das wie Funkfeuer auf UPC-Basis? Ja. Ich habe auch schon einen kostenpflichtigen Dienst, wo man einen speziellen Router dann kaufen musste. Der hat 70 Euro oder sowas gekostet. Drytech, glaube ich, war der Hersteller. Ein Spanier. Und du hast den Router hingestellt und der hatte dann automatisch dieses Netz. Das ging dann per VPN nach Spanien, glaube ich. Und jeder konnte sich in dieses WLAN anmelden, der auch Kunde von diesem Dienst ist. Jeder, der so einen Router sich bestellt hat, war automatisch kostenlos mit dabei. Der hat also einen reduzierten Beitrag bezahlt. Alle anderen konnten es nutzen, auch wenn sie keinen Router sich bestellt haben, haben aber mehr bezahlt. So sollte das auch aufgebaut werden. Und die haben es wesentlich, was das anbelangt, geschickter gemacht. Da habe ich mir gedacht, boah, ich würde da gerne mitmachen. Aber bei UPC, das hört nach der E-Mail, nachdem ich die gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, da will ich nicht mitmachen. Weil sie haben alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Sie haben es den Kunden aufgezwungen. Sie haben es als positiv dargestellt, so dass es negativ klang. Also auf mich.
Und ja, es ist eine Katastrophe. Also im Prinzip, wir haben zwei verschiedene Produkte. Bei dem einen sage ich, ja, das will ich machen, bei dem anderen nein. Und in Wirklichkeit ist beides wirklich dasselbe. Ja, aber leider muss man sich da der Realität stellen, wir sind vielleicht einmal, weiß ich nicht, geschätzte 2-3%, die vielleicht das als Problem sehen und sich abmelden. Ja. Und ihr Plan geht auf. Von ihrer Konzernseite ist die Strategie einfach sinnvoll, weil sich wahrscheinlich die meisten Leute dafür erwärmen können. Oder sie lesen dieses E-Mail, denken sich, schütteln den Kopf und werfen es in den Papierkorb und das war's. Ich habe nur negative Erfahrungen mit UPC gemacht. Mhm. Ich habe vor einem Jahr habe ich mir gedacht, na gut, ich nehme mal das, weil es halt 70 Megabit pro Sekunde statt den 16 über DSL und ja, das Ding ist die ganze Zeit ausgefallen, die ganze Zeit Neustarts, wo ich mich gewundert habe. Du hast keine Kontrolle über den Router, der updatet sich täglich von alleine. Es ist wirklich ein Scheiß und ich habe ein Jahr jetzt drauf hängen müssen und jetzt darf ich kündigen endlich. Ja, ich habe das Ding nicht benutzt. Ich bin jetzt bei einem ganz, 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 ganz kleinen Provider, die mir vor ein paar Tagen eine E-Mail, ja, es wird jetzt wegen, weil wir ein paar Server in Wien wechseln werden, das Internet ausfallen. Ich habe davon nichts bemerkt. Also es stand da bis zu 2 Stunden. Der Internetanbieter heißt dic.at, das ist deren Seite. Und das ist anscheinend ein Geschwisterpaar, die das betreiben. 50-jährige Männer vielleicht, 40 bis 50, aus Linz und die betreiben das wohl gemeinsam. Man kann sicher sein, dass man einen von den beiden an die Strippe bekommt, wenn man dort anruft. Sie eigentlich wollen sie Geschäftskunden, aber als Privatkunde kann man dort auch hin. Und es ist im Prinzip A1, nur dass das kommt auch ein A1-Techniker zu einem und lässt einen A1-Router bei einem stehen, nur dass man halt die Account-Daten von diesem Provider dann verwendet. Also wer bei A1-Kunde ist, kann zu denen wechseln, das kostet dasselbe. Das Schöne ist, 8 statische IP-Adressen im IPv4-Bereich, wenn man möchte. Und IPv6 haben sie auch, aber das nur, wenn man eine Fritzbox hat. Ich habe keine Fritzbox, sondern einen anderen mit OpenWrt. Das hat bei mir mal kurz funktioniert und dann nicht mehr. Also ich bekomme es nicht ganz hin. Das ist bei dem Beta-Stadium, aber mit der Fritzbox funktioniert es laut denen, weil sie damit Erfahrung haben, ganz gut. Die haben auch Voice-over-IP mit bis und Fax und so weiter. Also ich finde es wesentlich angenehmer als A1 und UPC. Ich war damals bei iNode und schon wieder bei UPC und nur schlechte Erfahrungen. Es wird bei mir nie wieder UPC werden. Ja. Tja, so Leute. Also das heißt, ich lasse diesmal ein Thema aus für nächste Woche. Hast du noch eins? Ja, Human Resource Machine. Ah, ja. Und die Ronda wollte ein Gedicht vorlesen. Ja, wenn es passt. Ja, auf jeden Fall. Ich werde meine Themen einfach, glaube ich, wegklären. Ich mein, du Theater hast noch ein Rollenspiel und Theater. Ja, ja, Rollenspiel und Theater, das altert nicht. Immer für nächste Woche. Das ist Tolstoi, der hat bis jetzt auch überlebt. Also die eine Woche auch noch warten können. Ja, dann hau rein. Achso, okay. Ja, ich habe das Spiel letzte Woche dann gekauft. Ja, direkt mit Bitcoins. Also die Human Resource Machine. The Human Resource Machine, ja. Du musst Menschen programmieren. Ja, genau, einen Menschen, den kann man sich auswählen. Er wird im Laufe des Spiels sogar grauhaarig, auch wenn man einen schwarzhaarigen ausgewählt hat. Grafikstil brauche ich wohl nichts zu sagen. Wer den letzten Podcast auf Englisch gehört hat oder die anderen Spiele schon kannte. Ja, worum geht's? Man programmiert das Vorgehen. Inbox zu Outbox geht das Ganze. Das ist ähnlich wie eine Turing-Maschine. In der Mitte ist der Boden und man kann Sachen auf dem Boden ablegen. Und es geht darum, zu programmieren, die Aufgabenstellung zu lösen. Und es gibt dann noch 2 zusätzliche Dinge. Und zwar einmal so wenige Befehle wie möglich in der Liste haben. Also eine Optimierung, genau. Und die andere Optimierung ist, so wenige Befehle wie möglich, die ausgeführt werden. Das heißt also, wenn da 120 Steps für nötig sind und es in 110 lösbar gewesen wäre, bekommt man dafür keinen grünen Punkt. Neben dem Aufzug. Es ist das Ganze, die Level sind in einem Aufzug dargestellt und in jeder Etage
muss man halt eine Aufgabe lösen. Von unten nach oben. Man arbeitet sich hoch. Es gibt eine Story, die ist ja mal wieder so ganz am Rande. Diesmal finde ich den nicht ganz so gut. Mhm. Das Spiel finde ich auch in diesem Fall nicht ganz so gut wie die alten Spiele, die sie hatten. Aber es ist auf jeden Fall interessant, weil es ist mal ein Spiel, was man bisher noch nicht hatte, wo man programmiert. Zu dem Schwierigkeitsgrad, ich sagte, für Kinder geeignet, das kann ich auch unterschreiben, aber nur bis Etage 12 oder sowas. Mhm. Dann werden die Aufgaben schwierig und ich denke, selbst für Erwachsene werden die letzten 10 Etagen zum Teil unmöglich sein. Also ich habe das Spiel durchgespielt, mir fehlen noch 2 mittendrin, die am Rande so sind. Okay. Ich weiß auch die Lösung von den von dem einen, das zweite habe ich noch nicht gespielt, aber es steht daneben der Titel und da ich schon weiß, was das ist, weiß ich auch schon ungefähr, weil die Lösung sein könnte. Und ich muss sagen, für Kinder ist nur bis Level 12 wirklich schaffbar. Ich habe meine Freundin an ihr das getestet und dieses Spiel ist wirklich sauschwer gegen Ende. Und die Optimierungen sind auch. Wie ist die Motivation? Also macht das Max halt dann was, dass man da programmiert? Also freut sich das, wenn es dann Arbeitstag gut hinter sich bringt? Oder? Wenn du World of Goo gespielt hast, ja, und es geschafft hast, sah man ja diesen, wie das aufgefüllt ist. Und dann kam dieses im Hintergrund, dieses Schreien. Den Sound haben sie wiederverwendet. Ja, schön. Zitieren sich selber, aber das haben sie bei Little Inferno ja auch gemacht. Ja, und ansonsten Motivation, ja, schaffen. Und der Humor, weil da ist dann einmal der Vorgesetzte, der sitzt am Schreibtisch am Rande und sagt dann, ah, da sind sie wieder oder guten Tag oder sie sind 7 Jahre zu spät, weil jede Etage spielt in einem Jahr. Ah, okay. Also jede Etage ist ein Jahr, man arbeitet sich sozusagen jährlich hoch. Ja, und es ist auch wirklich so aufgebaut, dass man nur ein Maxel ist, der da arbeitet. Und es ist ein Humor dazwischen. Zum Beispiel, ja, sortieren. Also ich habe keine Ahnung von sortieren. Ich esse auch das Brot, bevor ich es zubereitet habe. Oder ja, das kam wirklich vor. Oder das, ja, zählen ist nicht so meine Stärke, weil ich ja nur 3 Finger habe. Und man sieht dann wirklich, wenn man das wirklich anschaut, die Maxellen haben alle 3 Finger nur an der Hand. Also das ist ja, aber ich meine, tut er mit seinem verdienten dann Geld und fahrt mit dem Luxusboot umeinander? Oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach nur Aufgabelösung erlösen. Ab und zu in der Etage ist dann Kaffeepause angesagt. Da kommt dann ein kleines Video. Es ist nett gemacht und die einzige Motivation, die man hat, ist, ich will der Beste sein. Und es ist halt schon Programmieren. Und die Aufgabe lösen hat eine gewisse Motivation in sich selbst. Also okay. Selbst wenn die Grafik nicht da wäre, der Stil nicht da wäre und der Humor nicht da wäre und die Story nicht da wäre, für mich gibt es da trotzdem eine Motivation. So wie bei Sokoban. Ja, genau. Es ist sozusagen, ja, es geht darum, ich möchte es lösen. Es ist ein Rätsel. Also ja, empfehlenswert eigentlich, aber knackig. Immer noch. Ja, ja, also letzte Woche war ich noch maßlos begeistert von der Idee und so weiter. Mhm. Ich bin ja nicht mehr ganz so begeistert, aber immer noch maßlos begeistert. Es läuft ja, übrigens... Weniger von maßlos ist immer noch maßlos. Ja, stimmt. Unendlich, unendlich. Es läuft übrigens nicht unter Linux, aber wenn man mit Wine hantiert, ist es ziemlich einfach. Ich denke, ich werde noch eine Anleitung liefern für die, die es haben möchten. Es ist wirklich ziemlich einfach. Und zum Abschluss das Gedicht. Erzählst du über den Dichter was, oder? Es ist ein alter, guter, bekannter, guter Freund, der mir kürzlich ein Gedicht zukommen gelassen hat und mich gefragt hat, wo er das wie in die Öffentlichkeit bringen kann. Und wir waren letzten Dienstag beim Fars Vivendi Open Mic. Es gibt im Spektakel einmal im Monat eine Open Mic Night, wo man hingehen kann und
Die beiden Moderatoren, Moderatorinnen sind aus der Poetry Slam Szene. Und auf dem Hintergrund haben sie irgendwie diese Open Mic Nights ins Leben gerufen als teilweise Kontrastprogramm zu Poetry Slams, weil es im Poetry Slam halt relativ stark um Vergleich von mehreren Künstlern, Künstlerinnen untereinander geht und irgendwie auch wenn die Leute, die üblicherweise auftreten, sich alle selber kennen, gegenseitig kennen und gute Freunde seit Ewigkeiten sind, geht es dort eben bewusst nicht ums Bewerten der Vorträge, sondern eben auch schon einfach um die Bühne bieten und es ist dort auch möglich, mit Gitarre aufzutreten oder irgendwelche Hilfsmittel zu verwenden. In diese Szene bin ich eigentlich reingestolpert durch eine Person, die heute Geburtstag hat. Alles Gute zum Geburtstag, Jasmo! Jasmin Hafid, sie war U20 Poetry Slam Meisterin vor einigen Jahren und moderiert auch inzwischen diverse Poetry Slams. Ist auch über FM4 bekannt als Rapperin, Schriftstellerin. Mhm. Tragt so auch ihre Texte vor. Jasmo, ja. Genau. Aber ganz unabhängig davon bin jetzt etwas abgeschwiffen. Das Gedicht ist von Alexander Biedermann, ein guter Bekannter von mir, mit dem ich schon lange Jahre zusammenarbeite und wo er halt kürzlich diverse Sachen aufgearbeitet hat, die halt so derzeit auch weltpolitisch bzw. europapolitisch vor sich gehen. Der Titel ist Less Home. Wo wohnst du? Wo schläfst du? Wo trinkst du? Wo isst du? Wo scheißt du? Wo pisst du? Wie heißt du? Wer bist du? Wo wäschst du dich? Wo deine Wäsche? Woher kommst du? Wohin gehst du? Was schützt dich vor Regen, Kälte und Nässe? Wo legst du dein Zeug hin? Wo deinen Hut? Wo setzt du dich? Wo ruhst du dich aus? Wie schützt du deine Gesundheit? Geht es dir gut? Wer gibt dir den Frieden, nicht rastlos zu sein? Bist du willkommen oder bist du allein? Wer zahlt deinen Aufwand? Wer will dir was geben? Zahlst du noch Steuern und Zinsen oder schon mit dem Leben? Ist dieser Planet dein Zuhause? Gibt es für dich einen Platz? Nennst du es Heimat oder suchst du einen Heimatersatz? Homeless, less home. Obdachlos und ausgesetzt, mittellos und nicht vernetzt, das Ende vom Anfang und der Anfang vom Ende. Bald wieder aufstehen, glaubst du an die Wende? Wo suchst du Halt, wo Geborgenheit? Bist du schon alt oder ist deine Pension noch weit? Hast du Kinder oder bist du selbst eins? Bist du Frau oder Mann oder irgendwie keins? Was träumst du, was lebst du? Was siehst du, wonach strebst du? Willst du noch geben, hast du noch Kraft? Was hat man dir genommen, wie hast du es bisher her geschafft? Homeless, less home, obdachlos und ausgesetzt. Mittellos und nicht vernetzt. Das Ende vom Anfang und der Anfang vom Ende. Bald wieder aufstehen, glaubst du an die Wende? Was ist dein Glaube? Was ist deine Religion? Was ist dein Fetisch? Wofür erntest du Hohn? Hast du Freunde? Wer steht zu dir? Wie regierst du in Not? Kannst du verzeihen? Wer hasst dich? Was verrät es mir? Wer sieht die Wunden? Wer deinen Stolz? Worüber lachst du? Warum weinst du? Warum ist dein Bett aus Beton statt aus Holz? Wo ist deine Familie? Wo dein Zuhause? Stets auf der Suche. Behalte Willen, Empathie und Verstand. Ich bitte euch, steht auf und bereichert dieses Land.
als er mir die Zeilen geschickt hat, ist mir irgendwie, ja, und er hat mich gefragt, wo er das irgendwie veröffentlichen, posten soll. Ich habe eine Antwort darauf gewusst, überall, weil es mich wirklich zutiefst beeindruckt hat. Das erste Gedicht im Mittacher Podcast. Definitiv. Ja, ich würde sagen auch. Würdiger ja, Abschluss, oder? Genau. Machst du nächstes Mal deine Rollengame? Ach ja. Ach ja. Also schön war's, okay. Leute. Danke, dass ihr da wart. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Podcast-Treffen-Information nächsten Dienstag, 19.30 Uhr, Zypresse, Westbahnstraße 35a, 7. Bezirk, Wien. Tschüss. Tschüss. Tschüss.